Ja, hallo und herzlich willkommen. Auf zur nächsten Runde mit unserer Reise durch die Evolution von C++. Wir hatten uns letzte Woche mit dem oder am Montag mit dem Bind beschäftigt als neue Funktion oder Funktionskonstrukt. Das Ganze läuft über eine anonyme Klasse, um den Kreis zu schließen. Wir machen da heute nochmal weiter, um auch von der Idee her nochmal ein bisschen in die funktionale Programmierung reinzugehen und auch nochmal zu erkennen, dass eben durch modernes C++, durch Return-Wert-Optimierung, durch Typerkennung, durch Typ-Detection heute eine ganz andere Art und Weise des Programmierens möglich ist. Und das werden wir einfach nochmal versuchen zu intensivieren. Andreas, ganz liebe Grüße ins Münsterland und Stradivari natürlich ganz liebe Grüße nach Essen. Die westliche Fraktion ist wieder da von Berlin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Also wir gehen nochmal das Thema der Zufallszahlen heute ran. Wir fassen nochmal kurz zusammen, verlieren auch gar nicht viel Zeit heute. Das blenden wir aus. Hier gehen wir schon aufs Whiteboard, dann können wir das ausblenden. Und da ist die Kamera. Und gehen auch gleich ans Whiteboard. Schöne ist, hier brauche ich die Brille nicht. Wir hatten uns mit den funktionalen Erweiterungen beschäftigt. Wir hatten schon die Standard-Function als Sammelbegriff uns angeguckt, wie man bestimmte Dinge machen kann. Wir gucken heute auch nochmal in einer unserer Beispielprogramme hinein später, wo wir einen TCP-IP-Server mit der Boost-Bibliothek umgesetzt haben und gucken uns das einfach mal an, einfach, dass ihr eine Vorstellung kriegt, was damit möglich ist. Und wir hatten uns auch mit den Placeholdern beschäftigt. Placeholder wichtig, um eben aus Funktionen Veränderungen zu machen, sprich um Parameter fest mit anzugeben, Variante Nummer 1, oder aber eben zu sagen, ich möchte die Reihenfolge der Parameter verändern. Das heißt, der Placeholder steht immer für den Originalparameter in der ursprünglichen Funktion. In der neuen Funktion, sorry. Und da schließt sich dann auch, ich mache mal hier einen Strich drüber, das Standard-Ref und Standard-Cref an. In diesen Bind-Konstrukten kann der C++-Compiler nicht erkennen, ob die Variable, die wir ihm da übergeben, als Referenz ausgesteuert werden soll, als konstante Referenz. Zeigerwert kann er unterscheiden, aber die Referenzen kann er nicht erkennen. Und deswegen müssen wir ihm an der Stelle helfen. Das ist eine der großen Ausnahmen. Und müssen dann wirklich hingehen und müssen sagen, okay, wenn das Ganze eine Referenz sein soll von dieser Variable, dann müssen wir sie mit dem Standard oder stdref fräppen, also stdref, Klammer auf, Variable, Klammer zu. Soll das Ganze eine konstante Referenz sein, dann müssen wir sie fräppen mit dem constref, mit dem cref, was hier unten steht. Das heißt, diese beiden Teile können wir auch gleich mit erledigen. Die sind hiermit erledigt, deswegen steht das. Und wir sind schon in der Number Generation mit drin. Das haben wir auch. Und die Chrono-Bibliothek haben wir zumindest auch angerissen. Die Chrono-Bibliothek liefert uns ab C++ 11 die Möglichkeit, eine sehr genaue Zeitmessung zu machen, mit verschiedenen Uhren, Zeitintervalle zu bestimmen, aber auch Zeiträume nach vorne zu definieren. Hat aber zum Stand C++ 11 noch keine Datumsfunktionalität im klassischen Sinne. Die ist dann später mit C++ 20 dazugekommen, dass man ganz viele Funktionen ergänzt hat, um eben zu sagen, Tage, Monate, Jahre, das ist der Tag im Januar und so weiter, dass man also das, was wir unter normaler Datumsfunktionalität erkennen oder kennen, auch entsprechend umgesetzt hat. Achtung, nicht wirklich nutzerfreundlich an der Stelle. Da hat man, das ist eine der wenigen Beispiele, wo ich immer noch der Meinung bin, da hat man deutlich übers Ziel geschossen und wollte die ultimative Flexibilität haben und hat damit viel oder wenig erreicht. So, dann bleiben wir gleich hier. Ich hatte was vorbereitet, beibehalten. Gehen wir mal aufs Whiteboard. Ziehen wir mal ein bisschen nach unten. Dann können wir das rüberziehen und machen das ein bisschen größer.
Das müsste man erkennen können. Das ist der Ausdruck, den habe ich mal aus dem Video rausgeschnitten von letzter Woche. Nicht von letzter Woche, ich bin völlig auf dem Falschen, von Montag. Da hatten wir begonnen mit den Zufallszahlen. Wir hatten diese Funktion bind geschrieben. Die Funktion bind hat eine Referenz erwartet, die hier an dieser Stelle den Datenvektor quasi empfangen hat und haben den entsprechend gefüllt. Auch hier wieder der Ausblick nach vorne. C++20 liefert uns Coroutinen. Mit Coroutinen lassen sich solche Dinge natürlich wesentlich eleganter lösen. Dass man also wirklich hingehen kann und kann sagen, ich implementiere mir für so eine Datenrückgabe eine Coroutine, die mir den ersten Wert zurückgibt, ich wieder reinspringe, mir den zweiten Wert zurückgibt und so weiter und ich mir quasi in meiner laufenden Arbeit die Daten holen kann. Das ist ein ganz großer Vorteil von C++20. Auch wieder ein Umdenken, was dafür nötig wird. Das muss man auch ganz klar sagen. Weil das Problem, was wir als Programmierer immer wieder haben, ist, dass wir sehr restriktiv irgendwie oder dogmatisch denken. Vielleicht ist dogmatisch das bessere Wort. Ich werde den Chat mal mit einschalten. Da ist jetzt nichts gekommen. Ekrano, ganz liebe Grüße nach SL. Das war noch da. Wir denken immer zu dogmatisch. Also wir haben irgendwann mal was gemacht, dann machen wir es immer wieder so. Jetzt bietet die Sprache C++ neue Möglichkeiten und das, was für uns schwierig ist, ist, diese neuen Möglichkeiten zu erkennen. Deswegen, wie gesagt, machen wir heute einfach mal den Ausflug und gehen hier an diese Stelle nochmal rein und verändern sie entsprechend. Das heißt, wir sind hingegangen und haben gesagt, wir haben hier eine Zufallszahl, das ist unsere MT, schlag mich tot, Meriden, Twister. Zufallszahl, die dahinter steckt, hatten wir letztes Mal in die Wikipedia geguckt, was dahinter sich verbirgt. Eine relativ genaue Zufallszahl, die 1997 oder sowas auch erst entwickelt wurde, die sich aus mehreren Werten bestimmt und als relativ sicher gilt. Das ist sicherlich eine der besten Zufallszahlen. Hier gibt es auch andere Varianten. Ich habe also auch die Möglichkeit, mit anderen Zufallszahlen über die Random-Bibliothek zu arbeiten. Dann haben wir uns eine Verteilung genommen. Wir haben gesagt, Normalverteilung. Wir haben Doppelwerte im Spiel, also über Doppelwerte. Und haben uns eine Standard-Function definiert, die einen Doppelwert zurückgibt und keinen Parameter erwartet. Das war der erste Schritt, mit dem wir am Montag rangegangen sind. Dann mussten wir diese Variablen hier irgendwie initialisieren. Das ist dieser lange Aufruf, der hier hintersteckt. Dafür haben wir die Chrono-Bibliothek genommen, wir haben die Steady-Clock genommen. Es gibt also System-Clock, Steady-Clock und eine gibt es noch. Das ist die Frage, wie genau will man bestimmte Sachen zur Verfügung haben. Und haben über den jetzigen Zeitpunkt die Anzahl der Ticks vom Beginn der Unix-Zeitrechnung, ist das ja von der Idee her, genommen und haben damit die Zufallszahl initialisiert. Macht man häufig so, wie gesagt, hat auch selbst bei einer MT19937er Zahl, sollte man sich vielleicht überlegen, ob man nicht mit mehreren Werten initialisiert, also sich irgendwas selber überlegt, um das Ganze ein bisschen flexibler zu machen. Das heißt, wir haben die Zufallszahl initialisiert, das passt zu dieser hier. Dann sind wir hingegangen und haben die Distributionsparameter gesetzt. Für die Normalverteilung setzen wir den Erwartungswert und die Streuung. Glockenkurve, Normalverteilung. So, da sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, Erwartungswert ist 0, Streuung ist 500, das ist der Bereich, in dem er sich quasi bewegt. Wobei Vorsicht, das ist natürlich so, dass wenn wir einen Erwartungswert oder eine Streuung von 500 haben, die Werte weiter außerhalb liegen können. Also die Glockenkurve verläuft ja nicht auf 0, sondern die verläuft ja nur parallel zu, oder nicht parallel, immer dichter an die 0, aber erreicht sie nicht eigentlich. So, und dann sind wir hingegangen und haben uns einen neuen, unsere Funktion, Generator, haben wir initialisiert mit dem Bind, mit der Funktion, mit dem Funktionsoperator, der sich aus der Normalverteilung ergibt und haben die Zufallszahl als Parameter quasi fest mit angegeben. Bind, erster Parameter, ist das Funktionsobjekt selber, die Function oder der Funktionsoperator, der sich dahinter verbirgt. Danach kommen die Parameter, so wie sie angefügt werden. Und damit haben wir jetzt eine Funktion gehabt, die keine Parameter erwartet und doppelt zurückliefert. Wo diese Funktion herkommt, was die macht, wissen wir eigentlich nicht.
Da mussten wir eigentlich nichts anderes machen, als den Datenvektor zu erzeugen und sind dann in die Do-While-Schleife reingegangen und haben gesagt, okay, solange wie wir nicht in diesem Limitbereich sind, wir haben jetzt Ausreißer mit gehabt, nehmen wir ihn in den Limitbereich rein, wir verhindern also, dass wir Werte haben, die außerhalb unseres erwarteten Ranges liegen, wohlweislich damit auch die Zufallsfolge verändernd. Und deswegen das Do-While im inneren Bereich, und das machen wir so lange, bis wir hinten angekommen sind. Dadurch, dass wir hier vorne das Resize mit dem Vektor gemacht haben, ist der Vektor in der entsprechenden Größe beim ersten Mal gleich angelegt worden. Auch hier wieder natürlich kommen wir mit einem Parameter rein, mit einer Referenz. Der könnte ja schon 200.000 groß gewesen sein. Dann würde das Resize hier tatsächlich den Speicherbereich nicht schrinken. Das heißt, der Vektor hätte immer noch eine Kapazität von 200, aber würde trotzdem nur eine Size von 100.000 Elementen haben. Da muss man immer aufpassen. Ganz vielen Dank für den Follower. Da muss man immer aufpassen bei der ganzen Geschichte. Also es gibt tatsächlich erst ab C++11 eine Funktion, Shrink to Memory oder so heißt die, die ich auf dem Vektor aufrufen kann, wo ich dann auch tatsächlich die Größe reduziere. Ansonsten werden die Vektoren immer größer. Wenn ich ein Resize mache oder auch ein Reserve mit einer größeren Größe, dann wird der Vektor vergrößert. Das heißt, es wird neuer Speicher allokiert, der bisherige Inhalt wird reinkopiert und das Ding bleibt stehen. Und weil man das verhindern möchte, diesen Speicher-Memory-Kopiererei, hat man bis C++11 gesagt, okay, wenn er einen größeren Speicher hat, dann nimmt er einfach den größeren Speicher und kopiert damit rein. Aber ich kann ja auch keinen Speicher isoliert freigeben. Also wenn ich einen Shrink machen würde und ich will Speicherplatz freigeben, dann würden die meisten Betriebssysteme auch hingehen, würden neuen Speicher allokieren mit der kleineren Größe und würden den noch benötigten Inhalt kopieren. Und wenn ich jetzt 100.000 Datenelemente kopieren muss, nur um 10.000 freizugeben, wäre das natürlich Wahnsinn. Und weil der Programmierer darüber entscheidet in C++ und immer der Programmierer entscheidet, gibt es extra eine Funktion, die dann diesen Speicherbereich freigibt. Also es darf nicht willkürlich passieren. Da sind wir wieder bei dem Punkt, man stellt sich vor, das ist eine Steuerung und wir brauchen jetzt plötzlich weniger Speicher und das System wäre mit sich selber beschäftigt und könnte nicht mehr steuern. Was ja bei Java passiert, wenn der Garbage Collector läuft. In C++ entscheidet immer der Programmierer. Setzt aber voraus, dass der Programmierer auch weiß, dass er entscheiden kann. Deswegen hier, wie gesagt, ganz wichtig, dass man begreift, dass diese Funktion Resize zwar vergrößern würde, aber nicht verkleinern würde. Und wir haben tatsächlich vorinitialisiert mit dem Null-Element, mit dem leeren Element, 100.000 Elemente vor dem Vektor. Insofern kann ich jetzt hier durchlaufen und kann in einem Range-Based-For, auch C++11 wieder zur Erinnerung, in dem Range-Based-For hingehen, mir eine Referenz auf das entsprechende Datenelement aus diesem Range geben und kann das dann mit dem Aufruf über das Bind erzeugt von dem Generator erzeugen. C++20, wieder ein Ausblick nach vorne, bringt uns die Range-Bibliothek. Die ist sehr eng verwandt tatsächlich, auch wenn es jetzt heißt Range-Based-For. Ein Range im C++-Sinn ist immer ein Bereich zwischen zwei Iteratoren. Die Range-Bibliothek bietet mir ganz viele Möglichkeiten, ja, Filter zu setzen, Umwandlungen zu machen, als Pipe-Operatoren quasi hintereinander zu legen und mir neue Ranges damit zu definieren. Nachteil der aktuellen Range-Bibliothek ist aber, dass die parallelen Algorithmen für sie nicht funktionieren. Deswegen steht sie für mich immer noch so ein bisschen daneben, weil man braucht in der heutigen Zeit sicherlich die parallelen Algorithmen, um wirklich performante, leistungsfähige Programme zu schreiben. Das war der erste Teil. Dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, machen wir das auch mal ein bisschen größer. Komm. Na, will er das nicht nehmen? Ist das Whiteboard jetzt abgestürzt? Nee, das Whiteboard ist noch da. Aber er nimmt das Bild nicht. Jetzt hat er es. Nehmen wir das dahin und dann nehmen wir das größer. Dann haben wir gesagt, okay, wir ändern die Verteilung.
In den Grafiken tut er sich schwer. Ändern wir die Verteilung in dieser ganzen Geschichte. Wir gehen also hin und wollen keine Normalverteilung mehr, wir wollen eine Gleichverteilung haben. Gleichverteilt, aber immer noch über Gleitkommen, also über realen, also über Doppelwerte. Wir wollen gleichverteilte Doppelwerte haben in einem bestimmten Intervall. Hier haben wir doch Auswahl, hier haben wir den Pfeil. Ah, das hilft. Und dann wählen wir hier wieder den Stift und haben das drin. Wir wollen wieder, jetzt aber keine Normalverteilten, also Glockenkurve, sondern über den Bereich gleichmäßig verteilte Zufallzahlen, natürlich auch ganz oft Würfel spielen. Da wollen wir keine Gleitkommazahlen haben, da wollen wir ganze Zahlen haben. Aber das ist ja eine typische Gleichverteilung. Das heißt, jeder Wert hat unabhängig vom anderen die gleiche Chance, gewählt zu werden und zu kommen. Und auch hier müssen wir natürlich wieder rangehen. Das heißt, wir haben dieselbe Zufallzahl behalten. Wir sehen jetzt auskommentiert einfach hier an dieser Stelle die Normalverteilung. Stattdessen haben wir eine Uniform Real Distribution genommen. Vorsicht, es gibt wirklich eine Uniform Int und eine Uniform Real. Jetzt könnte man sagen, warum? Ich habe doch ein Template, der Typ bestimmt das Ganze doch. Hier beim Double könnte ja immer noch Long Double stehen. Bald vielleicht sogar Quad Double, weil der in der Standardisierung, nicht von C++, aber von Zahlenstandardisierung, ist ja die vierfache Doppelzahl schon beschlossen. Das heißt, es wird irgendwie sowas wie eine, ich glaube, 128-Bit-Gleitkommazahl irgendwann mal geben. Es könnte aber auch ein Float-Wert sein. Und wenn wir eine Int-Distribution haben, eine Uniform-Int-Distribution, dann kann die natürlich Character-Werte erzeugen. Die kann Int-Werte erzeugen, Short-Werte erzeugen, Long-Werte erzeugen, Long-Long-Werte erzeugen. Wichtig ist nur, sie erzeugt nur eine Folge von ganzzahligen Werten. Und deswegen muss man das Ganze unterscheiden, weil das gedanklich eben doch schon was anderes ist. Das heißt, wir nehmen uns eine Uniform-Real-Distribution. Wieder der Generator ist unverändert an dieser Stelle. An der Sache muss sich nichts ändern. Jetzt geht es aber los, dass ich hier hingehe und wieder auskommentiert, man sieht das, das Initialisieren ist noch relativ gleich der Zufallzahl, aber natürlich unterscheiden sich die Parameter von einer Gleichverteilung von den Parametern einer Normalverteilung. Und das hört ja nicht bei den beiden Verteilungen auf. Ich habe Binomialverteilung, Weibull-Verteilung, Student-Verteilung, gibt's, glaube ich, also es gibt sehr viele Verteilungsfunktionen, die eine unterschiedliche Funktion haben. Und insofern unterscheiden sich die Parameter. Bei der Gleichverteilung gebe ich die untere und obere Grenze an. In dem Bereich soll das Ganze passieren. Bei der Normalverteilung haben wir das Limit ja nur verwendet, um das einzuschränken, um diesen Wert einzuschränken. So, insofern gehen wir hier an diese Stelle hin und sagen, hier wieder das Bind. Daran hat sich nicht geändert. Und das, was hier drunter läuft, ist an dieser Stelle noch unverändert. Und jetzt wollen wir das mit modernem C++ einfach mal umsetzen. Das heißt, wir machen es nicht mehr, es ist ja viele programmieren objektorientiert, denken sie programmieren objektorientiert, aber in der Methode sind sie immer noch verdammt imperativ. Und jetzt überlegen wir mal, was kann man mit modernem C++ machen, um diese beiden Teile ineinander zu schieben. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, hier, mit if kriege ich es ja nicht wirklich gelöst. Ich müsste dann das Ganze ja auch irgendwie zusammenbringen, weil, oder ich würde beide Verteilungen in der Funktion haben und würde nur in dem einen Bereich das eine verwenden, in dem anderen Bereich das andere verwenden. Wir möchten das jetzt in eine Funktion bringen. Und das Ganze möglichst mit if-Anweisungen und ähnlichem vermieden. Das Erste, was man machen sollte, also wir müssen wieder die Header-Dateien dazu nehmen. Wir haben natürlich Random und wir haben Chrono. Das hatten wir beim letzten Mal schon darüber genommen. Das ist das, was vom Montag übrig geblieben ist. Wir haben hier natürlich auch den Vektor mit im Spiel, damit das Ganze funktioniert. Und wir haben Functional im Spiel, damit das Ganze funktioniert. Also wir brauchen den Vektor, wir brauchen Functional auf jeden Fall für diese Funktion und wir brauchen Random und Chrono. Das Erste, was man machen würde, ist natürlich, ich möchte verschiedene Verteilungen haben. Das soll auch erweiterbar sein. Wir haben jetzt erstmal zwei. Wir haben die Normalverteilung und wir haben die Gleichverteilung. Aber es könnte natürlich auch da sein, dass man mit weiteren Werten dazukommt. Insofern
gehen wir hin und sagen, wir definieren uns natürlich einfach eine Enium. Modernes C++, Enium Class oder Enium Struct. Who badly, hi there, how can I integrate APIs in my CPP program? Very easy, you need a header file and the lib, or lib for this, and most APIs are written in C++. But this is very special. So, wir sind wieder bei unserer Enium-Konstellation. Wir definieren uns also auf jeden Fall immer ein Enium und sagen, wir haben eine Distribution, die wir, jetzt brauche ich erstmal an der Stelle wieder den, oh, wo hat er denn jetzt hingeschrieben? Ja, hier. Es ist immer schlimm, wenn man mehrere Monitore hat. Ne? Distribution. Wir definieren uns also unsere eigenen Typ für Verteilung. Das ist immer ganz wichtig. Wenn ihr unabhängig sein wollt, wenn ihr irgendwas anheben wollt, wenn ihr was ansprechen wollt, definiert euch immer eure eigenen Typen. So, jetzt ist wieder die Frage, wie mache ich das? Kann ich als Charakter nehmen, wenn es wenig Werte sind? Ich kann es natürlich auch als Int nehmen, um zu sagen, das ist die Genauigkeit. Ich kann jeden integralen Typ an dieser Stelle verwenden. Geschweifte Klammern für den eigentlichen Bereich. Und jetzt sage ich mir an dieser Stelle, ich habe eine Normalverteilung, weil das ein Scoped Enium ist, muss ich mir um den Namen überhaupt keinen Gedanken machen. Weil der Name muss ja nur eindeutig im Scope sein. Das heißt, in dem IE-Distribution muss der Name eindeutig bleiben. Und da ist Normal natürlich eindeutig, Uniform ist auch eindeutig. Und ich kann hier an dieser Stelle auf jeden Fall auch ein Undefined setzen. Und damit das am Ende nicht chaotisch wird oder hin und her wackelt, ich weiß nicht, wie viele Werte will ich noch ergänzen, kann ich diesem Undefined natürlich auch sofort einen Wert geben. Jetzt standardmäßig wird die Normalverteilung dadurch die 0 haben, Uniform die 1 haben, wenn wir dann irgendwas dazu zählen, wird es die 3 sein, Undefined hätte aber die 999. Das findet man oft in Programmen. Jetzt haben wir unsere Funktion Build, der wir bisher diesen Vektor übergeben hatten. Das heißt, wir hatten hier, das war eine Void-Funktion, ich schreibe es mal nochmal wieder davor, wir hatten hier in dieser Funktion gesagt, okay, wir nehmen hier den Vektor mit Doppelwerten und davon hatten wir ein Parameter Data übergeben. Modernes C++ optimiert die Rückgabewerte. Das heißt, früher wäre das ein No-Go gewesen, so ein riesen Datenvektor mit vielleicht 100.000 und mehr Elementen, als Wert zu übergeben. Weil das wäre unweigerlich eine mindestens einmalige Kopie gewesen. Modernes C++ vermeidet die Kopien an der richtigen Stelle und wir wollen vor allen Dingen die Typ-Deduction ja auch nutzen. Wir wollen also nicht übermäßig viel definieren, sondern wir wollen eben viel durch die Typ-Deduction laufen lassen. Das heißt, ich nehme das Teil hier wieder weg. Und ich schreibe es erstmal so rein. Definierst mir als Rückgabewert. Das heißt, ich habe hier drin in dieser Funktion, wenn ich sie so abändern würde, hätte ich natürlich die Notwendigkeit, ich bräuchte so ein Datenelement. Das darf jetzt keine Referenz sein. Das definiere ich mir. Und am Ende muss ich das zurückgeben. Und wie gesagt, jetzt wird keine Kopie mehr gemacht. Zumindest in den meisten Voraussetzungen nicht. Entweder habe ich ein R-Value-Konstrukt, der Vektor kann natürlich R-Value, oder aber es wird sogar eine Optimierung gemacht. Das heißt, wenn ich diese Funktion aufrufe und gleichzeitig eine Variable damit erzeuge, dann wird überhaupt keine Kopie angelegt. Sondern es läuft komplett durch die Typ-Deduction. Die Variable, wenn sie damit autodefiniert ist, kriegt den richtigen Typ, in dem Fall Vektor von Double. Und es gibt nur einen Speicherbereich, in dem das Ganze passiert, und zwar den der außenliegenden Variable, die gerade erzeugt wurde. Das ist einer der ganz großen Vorteile von C++ heute. Wie gesagt, wir haben uns jahrelang eingebläut worden, das darf man nicht machen. Macht das nicht. Das stimmt nicht mehr. Und wenn jetzt wirklich, das, ich sag mal, gerade bei so einem Vektoren oder so, wenn die Variable schon da wäre, dann wird in der Regel immer noch ein Swap gemacht.
Das heißt, er speichert dann den Verweis auf die Felder. Die werden quasi kopiert, aber nicht die Felder selber. Also die Kopie des Vektors ist so gut wie ausgeschlossen im modernen C++. Das ist der erste Schritt. Damit habe ich schon viel verändert. Jetzt gehe ich natürlich hin und sage, okay, diese Distribution, die habe ich hier natürlich als Parameter. Modernes C++ erlaubt mir auch immer einen Standardparameter. Wir hatten beim letzten Mal, wir hatten ja diese Build-Funktion mit drin, mit, wie gesagt, mit der Referenz als ersten Parameter, hat sie eine Uniform-Variante erzeugt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht immer unbedingt Parameter setzen, in der Regel meistens möchte ich ja gleichverteilt Zufallszahlen haben, dann kann ich hier natürlich auch hingehen und kann hier schon den Standardparameter schon an dieser Stelle setzen. Immer dann, wenn ich jetzt einen Inhalt aus einem Scoped Enium haben möchte, muss ich den Scope davor schreiben. Also E-Distribution, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Uniform. Ich kann nicht einfach Uniform schreiben, weil der Name wird nur über den Scope eindeutig. Damit habe ich im Grunde genommen den schon viel erreicht. Jetzt hatten wir ganz viel Quellcode. Ich gehe jetzt hier hin und nehme mir ein Static-Feld. Warum Static? Static wird beim ersten Mal erzeugt, beim Eintritt in die erste Funktion und bleibt dann auf dem Heap liegen und steht zur Verfügung. Das heißt, ich lege mir jetzt quasi ein Kontrollkonstrukt ab. Und für dieses nutze ich eine Map. Und sage einfach, okay, der erste Parameter, der hier mit im Spiel ist, ist ja diese Distribution. Also speichere ich hier eine Map mit dem Key-Parameter, mit dem Key-Value-Typ E-Distribution. Das zweite, was ich erwarte als Rückgabewert, ist eine Function. Also definiere ich mir hier auch meine Function. Meine Function war doppelt zurückgegeben, keine Parameter. Nun braucht diese Funktion allerdings, also die Funktion, die ich haben möchte, die ich aufrufen möchte, braucht Parameter. Das ist der Rückgabewert hier. Also, was ich im Map speichern will, ist aber auch eine Function. Ups, falsch geschrieben. Das heißt, hier in der Map speichere ich eine Function mit Parameter, die mir wieder eine Function zurückgibt, ohne Parameter, die einen Doppelwert zurückliefern wird. So, jetzt ist die Frage, was brauchen wir an Parametern? Hier geben wir einfach ein paar rein. Paar in Utility oder Memory. Früher war es in Memory, jetzt ist es in der Utility-Header-Datei. Und hier sagen wir ihm einfach, wir geben eine konstante Referenz auf ein Paar rein. Und zwar soll das Paar zwei Doppelwerte haben. Das ist unser Range. Wieder, das ist die spitze Klammer, die das Paar beendet. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Als Parameter soll das eine konstante Referenz sein, die wir da reingeben. Dann ist die Klammer, ups, die ist richtig. Jetzt geht die, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht, zeigt ihr das an? Ne, zwei müssen, glaube ich, zugeben. Das ist die Map und das ist die Function. Genau, zwei müssen zugehen. Jetzt müssen wir dem einen Namen geben. Das nennen wir einfach mal, das sind unsere Funktionen, ist gleich geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Das ist der Inhalt unserer Map. Wir haben also schon eine Map erzeugt mit dem Namen Func, die leer ist. Schlüssel für diese Map ist eine Distribution, unser Typ Distribution, ein Int wert, relativ gut zu hashen und zu finden. Und der Inhalt, das Datenelement, was wir haben, ist eine Funktion, die kriegt ein Parameterpaar übergeben, der Range, den wir Zufallszahlen haben möchten, und liefert uns quasi unseren Generator zurück.
Jetzt nehmen wir uns unsere erste Funktion vor. Jetzt kommt der Eintrag, der erste Eintrag in die Map. Jetzt muss natürlich erstmal wieder unsere E-Distribution kommen, für die wir das Ganze machen. Normalverteilung. Jetzt können wir Lambda-Funktionen da reinschreiben. Wir können alles Mögliche machen. Wir könnten ein Bind reinmachen. Wir wollen aber das als Datenelement definieren. Wir wollen, dass das nur als Datenelement existiert. Das heißt, unsere Logik wird jetzt komplett in die Daten verbannt. Oder ein Teil unserer Logik wird in die Daten verbannt. Deswegen nehmen wir uns an dieser Stelle einen Lambda-Ausdruck. Lambda-Ausdrücke werden immer mit dem Capture eingeleitet. Ein leerer Capture ist, wie gesagt, gut, weil wir nur die Parameter bestimmen, den Inhalt des Rückgabewerts. So, als Parameter braucht diese Funktion das Paar. Das heißt, wir haben hier wieder unser Pair. Doppel, Komma, Doppel. Wem das jetzt zu viel ist und wer auch diese Häkchen scheut, der kann natürlich wieder hingehen und kann sagen, das spielt ja alles nur innerhalb dieser Funktion eine Rolle. Also mache ich mir hier ein Using und sage myParam. Und myParam ist standardmäßig das Paar mit den beiden Doppelwerten. Jetzt habe ich den neuen Begriff myParam, ich habe ihn fest verknüpft damit. Jetzt kann ich natürlich hingehen und kann das schon verkürzen, kann das kopieren und sage, hier an dieser Stelle haben wir ja das Standardpaar mit den beiden Parametern. Das ist myParam. Und dann kann ich hier genauso hingehen und kann sagen, mein Standardpaar mit den beiden Parametern myParam. Übergeben hatten wir das als konstante Referenz. Jetzt brauchen wir allerdings einen Namen dafür, deswegen nennen wir das Ganze Limits. Das schneidet sich später auch nicht, wenn wir hier Limits einbauen. Wir können hier auch, wenn wir sagen, wir haben das Using ja hier erst drin gemacht, wir haben es nicht global gemacht, können wir hier trotzdem auch ein Paar mit zwei Doppelwerten übergeben. Und das passt wieder hierzu. Weil wie gesagt, dieses myParam existiert erst ab dieser Funktion, in dieser Funktion, weil wir es da definiert haben. Wenn wir es außerhalb der Funktion definieren würden, würde es global existieren. Global ist aber immer relativ schlecht, weil dann muss es dokumentiert werden oder schärfer dokumentiert werden, dann muss es irgendwie mehr geprüft werden, dann müssen die Namensregeln eingehalten werden. Alles, was ich lokal mache, spielt ja nur in dieser Funktion eine Rolle. Also was man lokal machen kann, das ist auch eine der Quintessenzen von modernen C++, immer den Scope so kurz wie möglich halten, also die Sichtbarkeit so kurz wie möglich machen. Und wir haben heute sehr viele Möglichkeiten, die Sichtbarkeit einer Variablen von Funktionen und Ähnlichen einzuschränken. Also das Teil hier heißt Limits. Jetzt kommt der eigentliche Implementierungsteil, Klammer auf, Klammer zu, eine leere Funktion und siehe da, das funktioniert schon. Hier habe ich einen Tippfehler drin, deswegen meckert er das zu Recht noch an. Das heißt natürlich normal. Das heißt, ich kann hier schon hingehen und kann sagen, okay, dieses Teil, das wiederhole ich einfach. Und ich spiele es sogar schon dreimal rein und schreibe es mir einfach mal als Kommentar. Ich könnte es auch natürlich auf das Undefined setzen. Ich könnte auf das Undefined eine Funktion definieren, die mir dann eine Exception auslöst als Beispiel. Aber ich will einfach schon den Platzhalter haben, für später, deswegen bin ich beim Programmieren immer so, dass ich mir relativ schnell so eine Kommentare mit anlege, weil, wie gesagt, jetzt haben wir zwei Verteilungen, vielleicht werden wir irgendwann drei, vier, fünf Verteilungen haben. Mehrere Felder innerhalb, das, wie gesagt, das ist ein Eintrag in der Map, der besteht aus zwei Teilen, dem Key und dem Value Type. Der Key Type hier an dieser Stelle ist natürlich dann Uniform. Zweimal mit demselben Key Type hätte es nicht funktioniert. Und die werden mit Komma getrennt. Also immer Klammer zählen. Diese Klammer hier beschreibt das komplette Map. Diese Klammer hier beschreibt einen Bereich, der da ist. Der Bereich selber besteht aus dem Key-Type und dem Value-Type. Nur warum er das hier oben noch anmeckert.
Das kann sein, weil er immer noch keine Rückgabe, und dass er sich an dem fehlenden Rückgabewert im Moment aufhängt. So, insofern gehen wir hier gleich mal weiter und sagen, okay, machen wir hier mal ein bisschen Platz. Und jetzt schreiben wir ganz normale Funktionen, isoliert. Wir betrachten das Ganze völlig isoliert. Wir müssen nicht mit if-Anweisungen rumspielen oder mit switch rumspielen, später in der Funktion, sondern wir betrachten jetzt jeden Fall isoliert für sich. Das heißt, das, was wir als erstes brauchen, ist so eine Zufallszahl. Standard, MT, und wie gesagt, auch hier keine Einschränkungen. Wir können also lokale Variablen innerhalb dieses Lambda-Ausdrucks definieren. Das ist MT 19937. Genau. Und dann definieren wir uns unsere Randennummer. Dann müssen wir diese Zufallszahl initialisieren. Das ist unsere Randennummer.seed. Klammer auf, jetzt tauchen wir in die Chrono-Bibliothek ein. Damit wir die Typen zueinander kriegen, machen wir an dieser Stelle ein Static Cast zu einem Doppelwert. Weil natürlich wollen wir Doppelwerte erzeugen, also müssen wir auch Doppelwerte initialisieren. Und sagen hier Standard Chrono. Von Standard Chrono nehmen wir, wie gesagt, eine der Uhren. Das ist die Steady Clock, die wir hier verwenden. Das ist, glaube ich, die mit der größten Genauigkeit. Die hat eine Static-Methode, die heißt Now, die liefert mir den aktuellen Zeitpunkt zurück. Von diesem Zeitpunkt möchte ich wissen, wie viel Zeit ist vergangen, seit Unix losging. Und das Ganze brauchen wir als Counter. Dann liefert er uns das als Int oder als Long-Long-Wert zurück, kann ich glaube als Long-Long-Werten. Und den wandeln wir in eine Doppelzahl um. Und geben den entsprechend zurück. 1, 2, 3 Klammern. Und ups, unsere. So, damit haben wir die Zufallszahl initialisiert. Jetzt mag das ein bisschen gedoppelt aussehen. Das würde ich vielleicht in der normalen Programmierung nicht brauchen. Ich brauche dieses aber in beiden Fällen. Ich brauche das also auch für die andere Verteilung. Auf der anderen Seite könnte ich hier vielleicht auch eine andere Zufallszahl wählen wollen. Ich könnte auch die Initialisierung anders haben wollen. Ich muss also an dieser Stelle wirklich hin und muss mehrfach das machen, von der Idee her, wie ich es jetzt umsetze. Wie gesagt, mit den Freiheitsgraden, die mir das Ganze am Ende geben wird. Es gibt mir am Ende Freiheitsgrade. Damit habe ich den Teil schon erledigt. So, jetzt kann ich weitergehen und sagen, okay, jetzt brauche ich die Verteilung. Im ersten Fall war das eine Standard-Normalverteilung. Standard-Normal-Distribution. Das Ganze für Doppelwerte. Und das ganze Ding nenne ich Dist. Ja, wie habe ich es genannt? Randnummer, Distnummer. Kreativ. Damit habe ich eine Verteilung gehabt. Die Verteilung ist ein Template, von der Idee habe ich schon ähnlich wie eine Klasse. Hallo Blofisch, schön, dass du da bist und schönen Feierabend für dich. Also das ist ein Template, das sehen wir, sonst wird es nicht funktionieren. Von der Idee her ist es schon eine Klasse, liefert uns den Funktionsoperator mit, der quasi eine Zufallszahl verarbeiten kann. Dafür gibt es auch irgendwie ein Hilfskonstrukt, aber das interessiert mich an der Stelle relativ wenig. Hier nehmen wir die Uniform Real. Ist, also wir wollen eine Gleitkommazahl haben. Distribution. Und das Ganze für oder mit umgesetzt für Doppelzahlen. Und auch hier nennen wir das einfach DistNumber. Spielt allerdings keine Rolle. Also könnte auch einen anderen Namen haben, könnten das auch in den Namen mit einbauen, was das eigentlich für eine Verteilungszahl ist. Ist ja völlig getrennt. Jetzt kommt das Initialisieren. Das ist hier in diesem Fall relativ einfach, deswegen mache ich es zuerst unten. Wir haben Range übergeben, wir haben Limits, das ist ein Paar mit einem First und einem Second Wert. Das heißt, ich kann hier relativ einfach hingehen und kann sagen, okay, für dieses Teil setze ich die Parameter. DistriNumber Param.
Jetzt muss ich Ihnen tatsächlich den passenden Typ übergeben, aber ist ja nicht weiter tragisch. Ich bin ja dediziert in diesem Bereich drin. Also sage ich hier an dieser Stelle wieder Standard Uniform Real Distribution Tuple. Jetzt gebe ich ihm die Parameter mit. Den hatte ich ja als Limits übergeben, als Paar. Limits first. Limits.second. Und von dieser Verteilung, die ich jetzt hier generiert habe, die hätte ich hier übrigens auch gleich mit angeben können. Also wenn ich das jetzt hier so mache an dieser Stelle, kann ich natürlich auch hier hingehen, ganz brutal, und kann sagen, okay, dann generiere ich einfach dieses Teil schon mit diesen Parametern, weil wir sehen ja, dass diese Verteilung hier darüber erzeugt wird. Wenn ich es anders machen will, kann ich hier nochmal so ein Verteilungsobjekt erzeugen und kann das über den Param. Vorne ist der Manipulator, hinten ist der Selektor ohne Parameter, hier an dieser Stelle einfach initialisieren. Wie gesagt, es ist immer die Frage, will ich Parameter umdefinieren können und ähnliches, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, das entsprechend umzusetzen. Jetzt meckert er mir das hier an, hier ist eine Klammer zu viel. Also hier in diesem Fall ist es ein bisschen vorbeigeschossen, aber nichtsdestotrotz ist es ja oft so, dass man das haben möchte. Das heißt, hier kann ich natürlich, weil ich die Teile direkt erzeuge, das nicht wiederverwenden will, sondern das in diesem Funktionsaufruf verstecke, kann ich jetzt hingehen und kann sagen, okay, ich gebe die Parameter auch gleich mit an. Dann machen wir es hier mal zum Teil wieder umgekehrt. Ich muss mir jetzt erstmal die Mitte bestimmen. Wenn ich sage, ich habe einen Range, in dem soll das Ganze passieren, gehen wir jetzt mal davon aus, wir wollen die Normalfunktion so definieren, wenn wir nicht mehr Parameter haben wollen, dass wir sagen, der Erwartungswert ist in der Mitte. Das lege ich jetzt für mich einfach fest, deswegen definiere ich mir hier einfach die Mitte. Und jetzt wird es ein bisschen, ich hoffe mal, dass es nicht eine einfachere Variante gibt. Ich sage jetzt einfach, okay, mein Limit first plus mein Limits Punkt second minus mein Limits Punkt first abgezogen voneinander und das Ganze durch zwei geteilt. Immer unter der Maßgabe first ist kleiner als second. Das müssen wir also noch überprüfen. Haben wir jetzt den Mittelpunkt bestimmt. Jetzt müssen wir noch überlegen, was nehmen wir als Streuung. Da sagen wir einfach, dass wir die Differenz, die hier ist, vierteln. Also das wäre gefährlich, wenn wir sie halbieren würden. Dann würden wir ganz viele Werte generieren, die außerhalb unseres Limitbereichs liegen. Wir vierteln sie jetzt einfach und sagen, okay, unser Range, mit dem wir das Ganze machen, ist Limit Second minus Limit First durch 4. Also wir gehen quasi, wir müssen ja sowieso, also wenn wir halbiert hätten, hätten wir das komplette Intervall, was er hätte, und durch das durch 4 haben wir quasi die Hälfte des Ranges als Streuung. So, und jetzt kann ich diese beiden Parameter verwenden. Auch hier habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit und kann einfach sagen, okay, ich erzeuge ja gezielt diese Verteilung, also mache ich an dieser Stelle, gebe ich die Parameter einfach mit an. Es geht natürlich auch der andere Weg, das im Nachhinein nochmal zu redefinieren, wie wir es hier gemacht haben, und dann entsprechend zu setzen. Es ist immer die Frage, wo ihr das wie verwendet. Deswegen ist es wichtig, dass man beides sieht. Weil ich sage mal, wenn ich eine Funktion habe, die nur Normalverteilungen erzeugt, aber mit verschiedenen Erwartungswerten, aber ich möchte diese Funktion immer wieder verändern und benutzen, dann ist es natürlich hilfreich, dass ich im Nachhinein die Parameter nochmal verändern kann. Wenn ich die erzeuge, wie hier in diesem Fall, und nur zu diesem Zwecke verwende, dann kann ich sie natürlich auch gleich mit den Parametern, mit dem entsprechenden Standard oder
mit dem entsprechenden Konstruktor, der dahinter steckt, generieren und sagen, pass mal auf, ich gebe ihm gleich die Parameter, die dazugehören. Damit habe ich die Verteilung jeweils. Und jetzt schließt sich ja unser Bind an. Das heißt Standard Bind. Jetzt kommt das Funktionsobjekt, was wir brauchen. Die Funktion oder die Klasse, die einen Funktionsoperator hat. Und das war unsere Distribution, die wir hier verwendet haben. Und jetzt kommt der Parameter, der übergeben werden muss. Das ist unser, habe ich das, Distro-Number. Das ist natürlich unsere normale, also unsere MT19937-Zahl, die wir oben erzeugt haben. Das war random number. Ups, jetzt bin ich da verrutscht. Das war unser random number. Da ist ein R zu viel drin. So, das hat schon erstmal funktioniert und dasselbe ist natürlich hier auch. Das kann ich sogar wieder kopieren, weil dass er da ist. Jetzt sagt er, dass hier ist das R drin. Das ist natürlich machen wir so. So, und jetzt sehen wir auch, jetzt ist die Funktion jeweils definiert. Die Rückgabewerte passen, das prüft C++ für uns an dieser Stelle. Hier sagen wir ihm ja klipp und klar, du musst eine Funktion zurückgeben, die doppelt zurückgibt und keine Parameter hat. Und diese Funktion haben wir hier mit dem Standard-Bind erzeugt, weil wir haben ja keinen Placeholder drin. In dem Moment, wo wir den Placeholder unter Strich 1 drin hätten, würde ein Parameter in dieser Funktion sein. Und zwar genau an der Stelle würde dieser Parameter verwendet werden, wo wir ihn eingetragen haben. Wenn wir auch noch den Placeholder unter Strich 2 drin hätten, dann hätte wir eine Funktion mit zwei Parametern erzeugt. Und wieder würde der Parameter korrespondieren zu dem Position der Originalfunktion, wo wir diesen Parameter verwendet haben. So, und damit haben wir jetzt im Endeffekt unser Konstrukt geschaffen, mit dem wir arbeiten können. Wir haben jetzt Funktionsobjekte, die uns zur Verfügung stehen, um die entsprechenden Zufallszahlen zu erzeugen. Nun haben wir gesagt, der Wert, der First-Wert muss kleiner sein als der Second-Wert. Das heißt, ich kann jetzt hier natürlich als allererstes hingehen und sagen, wenn unser First-Wert größer ist, ich könnte auch sagen größer gleich, wenn ich sie unabhängig haben will, ist vielleicht sogar besser an dieser Stelle, größer gleich ist als limits.second, dann sagt er mir natürlich, okay, limits existiert nicht. Also müssen wir hier auch hingehen und müssen sagen, irgendwie müssen wir die Parameter reinkriegen. Standard per, wie gesagt, unseren Namen, myParam haben wir noch nicht, deswegen sagen wir hier an dieser Stelle einfach Double-Double, auch als konstante Referenz. Möchte ich das Ganze definieren, hole ich mir mein Limits mit dazu. Jetzt haben wir Limits. Auch hier kann ich natürlich hingehen und kann sagen, ich mache gleich ein Standardparameter. Und sagen wir ihm standardmäßig halt das, was wir vorneweg ja auch gemacht haben, zwischen minus 1000 und 1000 soll dieser Wert liegen. Dadurch, dass ich hier vorne ja den Typ definiert habe, ich habe den Typ hier vorne geschrieben, kann ich hingehen und kann hier an dieser Stelle natürlich darauf verzichten. Das heißt, C++, wieder der Compiler erkennt für uns, ich erwarte da ein Paar mit zwei Doppelwerten. Ich habe hier in den geschweiften Klammern ein Paar mit zwei Int-Werten. Trotzdem wird er die zu Doppelwerten machen. Ich kann natürlich auch hingehen, um wirklich auf Sicherheit zu spielen und kann Punkt 0 dahinter schreiben. Dann erkennt schon der Compiler beim Kompilieren, dass er an dieser Stelle natürlich keine Konvertierung machen muss, sondern dass es Doppelwerte sind. Wenn ich hier ein LF hinterschreibe, dann sind es Long-Doppelwerte. Ich könnte hier auch ein Auto schreiben. Dann würde er mit beliebigen Typen das sogar können. Dann würde dieses Konstrukt zumindest ab C++ 17, glaube ich, oder 14 zum Lambda-Template werden.
und könnte mit verschiedenen Typen arbeiten, aber das würde mir keinen Vorteil in dieser Konstellation bringen, weil dann müsste ich ja diese flexiblen Teile hier auch mit reinbringen. Will ich gar nicht. Ich will das für Doppelzahlen haben, fertig. So, und jetzt habe ich natürlich mein First und mein Second. Jetzt haben wir ganz viel gesagt, klar, immer gleich eine Exception werfen. Wir haben immer viel mit der Runtime-Error gearbeitet, fast ausschließlich in der Adexolar-Bibliothek bisher. Ich habe natürlich auch andere Standardbibliotheken also Standardtypen zur Verfügung. Ich habe auch einen Range-Error. Auch der Range-Error erwartet von uns einen Text, wo wir sagen Error. Error for calling build. Komma, from Parameter for Limits. Damit Standard, also Runtime-Error, Range-Error und die anderen alle zur Verfügung stehen, muss ich die Header-Datei Standard STD-Except mit drin haben. Die ist jetzt wahrscheinlich indirekt mit drin, weil die natürlich von vielen anderen Sachen auch verwendet wird, weil wir haben sie nicht drin. Trotzdem steht sie uns hier ja anscheinend zur Verfügung. Er meckert sie nicht an, sonst hätten wir ja eine rote Linie darunter. So, damit haben wir unseren Range-Bereich sicher. Jetzt brauchen wir den Vektor, haben wir schon mit Daten. Jetzt könnte ich natürlich auch hingehen und könnte sagen, Scope so weit wie möglich einschränken. Haben wir immer wieder zitiert und gesagt. Dinge, die nicht oder die schlechter sichtbar sind. Das erst hier drunter zu setzen, weil diese Variable wird tatsächlich auch erst erzeugt, wenn wir hier dran vorbei sind. Das heißt, immer dann, wenn sie im Quellcode auftaucht, wird technisch auch der Code ausgeführt, der dahinter steckt. Das heißt, jetzt just in diesem Augenblick wird das Teil generiert. Und deswegen kann ich natürlich auch hier schon hingehen und muss gar keinen Resize machen, sondern ich kann die Größe angeben. Jetzt brauchen wir also Count. Wie viele Sätze wollen wir haben? Das ist wieder eine Variable, die wir nicht haben. Deswegen gehe ich wieder in die Parameter rein und sage, klar, ich will das flexibel haben. Also definiere ich mir jetzt hier mein Count-Wert. Der Parameter, der dahinter steckt, ist ein Size T. Achtung. Size T für 32 Bit ein unsigned int, für 64 Bit ein unsigned long long. So, Count. Auch hier kann ich natürlich sagen, pass mal auf. Definiere ich mit gleichen Standardwert. Wir hatten das mit 100.000 gemacht, wir hatten das mit dem Apostroph schon geklärt letzten Montag, dass man jetzt in C++ tatsächlich Tausender Trennzeichen setzen kann. Das kann ich nicht mit einem Punkt machen, das kann ich nicht mit einem Komma machen, das kann nicht funktionieren, deswegen mache ich es mit einem Hochkomma an der Stelle. Das heißt, ein Quellcode wird schon ein bisschen lesbarer, weil auch hier kann ich natürlich gedanklich. Ups, das war natürlich das verkehrte Zeichen, da ist es. Kann ich natürlich gedanklich das Hochkomma mit reinmachen. So, jetzt haben wir unseren Count zur Verfügung und genauso hier kann ich natürlich den Vektor schon mit dieser Größenzahl an Elementen anlegen. Ich kann also schon während des Anlegens ihm sagen, pass mal auf, das ist die Menge deiner Elemente. Wenn du das Ding generierst, generierst es gleich in der richtigen Größe. Damit spare ich jetzt an dieser Stelle auch wieder das Resize. Weil ich kriege nichts Fremdes von außen. In der anderen Funktion musste ich ja das Resize machen, weil ich gar nicht weiß, was der Vektor für eine Größe hat. Und wie der definiert ist. Ich nehme ja irgendwas von außen auf. Hier definiere ich das selber innerhalb meiner Funktion. Das heißt, ich muss mich um das davor nicht kümmern. Ich muss nichts clearen. Ich muss nichts resizen. Und ich kann von Anfang an sagen, pass mal auf, der Vektor kriegt diese Größe. Schon wieder ein Vorteil, den wir eingesammelt haben. Sind die beiden, die sind lokal, die hängen später an dem Rückgabeobjekt. Also von Blowfish kam die Frage, ob diese beiden Variablen, das ist ja der Knackpunkt, an dem wir eigentlich sind. Wir haben hier eine Random Number und wir haben eine Discrete Number. Unterschiedlicher Natur, hier die Discrete Number ist eine Uniform, Real Distribution, hier ist sie eine Normal Distribution. Die hängen aber an dem Funktionsobjekt, was da übergeben wird, die hängen in den Beinen mit drin. Die sind nicht lokal im klassischen Sinne, also nicht static in dem Sinne, sondern sie hängen in dem Objekt, was zurückgegeben wird.
Das ist das Geniale daran. Also, dass da nicht über Funktionen gearbeitet wird, sondern über Funktionsobjekte gearbeitet wird und dass das entsprechend verknüpft wird. Da wären wir aber noch hingekommen. Insofern zu früh gefragt. Hier natürlich wieder der mögliche Parameter des Null-Elements. Wenn es nicht angegeben wird, nimmt der standardmäßig das Null-Element des jeweiligen Typs, also den leeren Konstruktor, den Standardkonstruktor, der auch für integrierte Datentypen an der Stelle definierbar ist im klassischen Sinne, also wird das mit Null initialisieren. Was uns aber auch nicht wirklich stört, weil wir gehen ja sowieso einmal komplett durch. Also das Resize haben wir schon eingespart. So, jetzt kommt, daran ändert sich nichts, unser Range-Based-Loop. Wir brauchen eine Referenz. Wir nennen das Ganze mal Val als Variable und das Ganze soll er über den kompletten Vektor Data machen. Hier drin ändert sich nichts. Wir brauchen irgendwie einen Zugriff auf. Wir haben als Parameter hier unsere Distribution. Wir könnten jetzt gezielt die verwenden. Das heißt, wir könnten quasi diese Funktion nehmen und könnten indizieren. Dann haben wir aber die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Fehler geben kann. Und jeder, der meine Streams verfolgt, weiß, dass ich immer versuche zu sagen, wir müssen möglichst fehlertolerant programmieren. Lieber 2, 3 Zeilen mehr programmieren, aber das Programm in die Lage versetzen, Probleme zu erkennen. Und Probleme tauchen immer auf. Wir sind alles nur Menschen, Programme sind erweitern, sind unübersichtlich irgendwann, dann erweitern, wir arbeiten mit mehreren Leuten daran. Das heißt, es ist eigentlich vorbestimmt, dass es Fehler geben wird. Und wir müssen unsere Programme in die Lage versetzen, entsprechend zu reagieren. Insofern sage ich, okay, was kann dann sein, wenn diese Distribution hier oben erweitert wird, aber ich hier dieses Feld nicht erweitert habe? Und wenn ich jetzt indiziere, dann wird er mir eine leere Funktion im schlimmsten Fall versuchen zu erzeugen und würde richtig crashen gehen. Insofern kann ich nicht einen direkten Zugriff wagen. Deswegen gehe ich hin und sage, okay, dann definiere ich mir, muss ich das prüfen? C++17, das hatten wir in der Vorlesung, deswegen ziehe ich das jetzt an dieser Stelle auch vor, bietet uns ja die Initialisierung im If- und im Switch-Bereich. Das heißt, wir haben zusätzlich jetzt die Möglichkeit, in eine If-Anweisung, für die If-Anweisung, eine Initialisierung mit einzubauen, wie wir das beim For auch haben. Der erste Parameter in der Vorschleife ist ja die Initialisierung. Der zweite ist die Bedingung, der dritte ist die Neuinitialisierung. Neuinitialisierung brauchen wir beim If nicht, aber eine Initialisierung und die Bedingung ist auch beim If jetzt da. Schreibt sich auch genauso. Auch hier können wir natürlich wieder Auto verwenden. Das heißt, wir überlassen dem Compiler die Entscheidung, was das für ein Typ ist. Wir nehmen uns einen Iterator und sagen jetzt ganz einfach, wir suchen in unseren Funktionsobjekten, die wir haben, mit der Funktion find nach unserem Parameter. Unser Parameter hier oben war distrim. Semikolon, jetzt ist die Initialisierung abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt nur innerhalb der If-Anweisung, also sowohl in der Bedingung, als auch in dem, wenn die Bedingung wahr ist in dem Bereich, als auch in dem Else-Bereich, steht uns diese Variable zur Verfügung. Das ist die Lebensdauer von dieser Variable in it. Aber so wie wir das Else beendet haben, oder es gar kein Else gibt und wir den Bereich zum If beendet haben, ist die Lebensdauer von dieser Variable beendet. Die wird freigegeben, weggeräumt und es kann keine Konflikte geben. Und das ist bei moderner Programmierung wirklich ganz wichtig. Also geht von dieser EQT weg, erstmal alle Variablen zu definieren, die man braucht. Wie man das früher in den 80er Jahren den Leuten beigebracht hat. Ich gehe erstmal hin und muss mir erstmal überlegen, was brauche ich für Variablen. Und dann definiere ich mir natürlich ganz oben erstmal alle Variablen. Kommentiere die noch schön hinten, was sie eigentlich sind. Habe ich eine Dokumentation, habe ich eh nicht an der Stelle, weil das keiner auswertet. Ich definiere mir meine Variablen und dann benutze ich die im späteren Verlauf. Eine Variable immer erst dann dazu holen, wenn ihr sie braucht. Und möglichst immer über eine Initialisierung erzeugen, so wie wir das hier gemacht haben. Das heißt, ich definiere mir meine Variable it über diesen Aufruf von find von dieser MapFunk, die nach der Distribution sucht. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Er liefert mir den Treffer.
er hat den Eintrag gefunden oder der Eintrag ist nicht da. Wenn er nicht da ist, dann ist der Iterator gleich end. Das heißt, ich kann jetzt hier abfragen, ist der Iterator ungleich meinem Fangt.end. So, damit habe ich meinen positiven Bereich und ich kann hier auch gleich wieder eine Fehlermeldung definieren und kann sagen, das ist jetzt mit Sicherheit ein Runtime-Error. Standard Runtime-Error. Den Runtime-Error löst er jetzt nicht auf, das wundert mich. Also nehmen wir doch mal die Standard-Accept dazu. Alter Teil vom alten C++, vom klassischen, war immer 8 Buchstaben. Alte Betriebssysteme waren ganz oft 8.3 normiert. Also Dateinamen durften nicht länger sein als 8. Ab C++11 gab es das de facto nicht mehr. Dann sieht man, dass die neuen Header-Dateien eben tatsächlich über die 8 ganz oft hinausgehen. So, jetzt müssten wir den Standard-Runtime ja, haben. Der meckert noch, weil wir die Parameter nicht sauber gesetzt haben. Jetzt sollte er ihn auflösen. Error. Entry for distribution not found. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, dass man tatsächlich auch die Werte ausgibt oder vielleicht sogar eine Funktion hat, um das Schreiben zu machen. Welcher fehlt eigentlich? Natürlich, Fehlermeldungen sollten immer möglichst qualifiziert sein und möglichst viele Informationen enthalten. Bisschen halt, wo ist dieser Fehler ausgelöst worden und, und. Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Hier an dieser Stelle soll mir das einfach reichen. Das heißt, ich definiere mir eine saubere Fehlermeldung und sage, pass mal auf, da ist das. Wichtig ist, wenn wir hier vorbei sind, existiert der Wert nicht mehr. Weil wir den Rückgabewert zentral haben, ist es ganz wichtig, dass dieser, ich könnte jetzt auch hingehen und könnte natürlich sagen, pass mal auf, hier das lege ich auch hier rein. Ich will den Scope dafür auch verkürzen. Dann habe ich aber keinen zentralen Rückgabewert mehr. Dann kann ich bei vielen Compilern Ärger kriegen, dass die mir sagen, pass mal auf, du musst da was zurückgeben. Ich kann zwar gar nicht zurückgeben, weil ich in jeder Alternative mit dem SRO rausfliegen würde, trotzdem sagen viele Compiler, pass mal auf, du musst da einen Rückgabewert haben. Manche sagen dann ironischerweise auch umgekehrt die nächste Warnung, wenn man den Rückgabewert definiert, kommt dann die Warnung, diese Zeile wird nie erreicht. Also auch Compiler sind nur Werkzeuge. Man muss nicht immer zu viel oder man sollte nicht immer alles erwarten. Fest steht, dieser Vektor wird natürlich nur gefüllt, wenn wir eine entsprechende Funktion gefunden haben. Das heißt, diese Schleife kann ich jetzt gleich hier rein verlagern. Jetzt kann ich mit dem it second mr zugreifen und kann darauf arbeiten. Ich kann natürlich auch hingehen und kann mir eine lokale Variable holen. Hier wird ein Objekt übergeben. Wirklich ein Objekt, keine Referenz, keinen Wert oder sowas. Es wird ein Objekt übergeben. Das heißt, wenn ich jetzt hier an dieser Stelle hingehe und sage, okay, ich nehme mir jetzt einfach wieder, ich könnte auch Auto schreiben. Ich nehme mir meine Function. Wie nennen wir sie mal? Nennen wir sie ruhig Generator. Und ruf hier an die oder nimm hier an dieser Stelle den zweiten Parameter. Und das ist ja eine Funktion, die mir eine Funktion zurückgibt. Diese Funktion erwartet die Limits als Parameter. Und wir sehen, das funktioniert. Und wie gesagt, nochmal, wir haben jahrelang, hat man uns beigebracht, nicht mit Wertekopien und sowas zu arbeiten. C++11, wir hatten, deswegen haben wir ja angefangen, dass diese Memory-Verschieberei, diese Move-Semantik und die R-Values und die Optimierungen, die damit möglich geworden sind, die Programmiersicht geändert haben, die Paradigmen geändert haben. Das heißt, jetzt gebe ich tatsächlich, diese Funktion liefert mir einen Wert zurück. In diesem Wert stecken alle Informationen mit drin, die er hier braucht. Das heißt, hier in dem Bind
stecken ja diese beiden Informationen drin, die hier lokal erzeugt wurden. Das heißt, mein Generator enthält auf jeden Fall diese Information und wird an Ort und Stelle erzeugt, also nicht kopiert. Das heißt, dieser Funktionsaufruf, dieser Rückgabewert wird ja auch durchoptimiert. Das heißt, wir kopieren da gar nichts, sondern weil hier an dieser Stelle das Typ passt, ich könnte ihn auch wieder hinschreiben, aber wie gesagt, nochmal, warum? Kann ich hier an dieser Stelle hingehen und kann das Ganze so machen? Jetzt habe ich den Generator zur Verfügung. Und zwar auf die Entscheidung hin, mit welcher Distribution bin ich eigentlich gekommen. So, jetzt haben wir unsere Vorschleife. Wir brauchen immer noch den Limit-Check hier drin. Um den kommen wir nicht drum herum. Weil kleiner als Limits nicht wieder verkehrt rum machen. Als First. Oder weil ist größer als limits.second. Also solange wie er sich außerhalb meines Bereiches bewegt, soll er auf jeden Fall weitermachen. Das passiert nur bei der Normalverteilung. Die Gleichverteilung hat ja den festen Bereich, zwischen dem er die Zufallszahlen erzeugt. Aber wenn ich das gemeinsam machen möchte, bleibt mir nichts anderes übrig. Solange soll er das Ganze wiederholen. Ich habe meine Variable val als Referenz auf die jeweiligen Elemente, auf diesen Range, der ihm übergeben wurde. Also kann ich hier an dieser Stelle einfach den Generator aufrufen. Generator. Klammer auf, Klammer zu. Weil egal, was dahinter steckt, interessiert mich nicht mehr. Das habe ich komplett in dieser Welt verborgen. So, und siehe da, die Funktion funktioniert und ist da. Und ich habe die schon ein bisschen nach unten geschoben. Wir sehen hier unten, habe ich den Aufruf schon drin. Bild, Normalverteilung mit 500.000 Werten. Und wie gesagt, das Ganze passiert auf dieser Adresse. Das müssen wir wirklich verinnerlichen. Das ist für ältere Programmierer ist das die Hölle auf Erden. Wenn uns jahrelang eingebläut wurde, das genau darfst du nicht tun. Dass wir hier im Endeffekt eine Werterückgabe haben. Aber weil die Werterückgabe hier verbunden ist mit der Initialisierung dieser Variable, passiert die komplette Funktion, die abläuft, auf dieser Speicheradresse hier. Also im Stack-Heap, das ist verwischt alles von der Begrifflichkeit. Das ist immer noch im Stack, da sind wir uns alle einig. Ist ja jetzt im Stack der lokalen Funktion main. Damit ist es natürlich im Stack, aber das ist nicht mehr der Stack der Funktion Build, in dem das Ganze passiert. So, und ich setze hier einfach mal, nein, brauchen wir gar nicht setzen, wir können ihn ja hier setzen, den Breakpoint, lassen das Ganze ablaufen. Konvertieren Double in Unsigned In, also irgendwo haben wir eine direkte Zuweisung gemacht. Und wir sehen, das war es schon. 500.000 Testwerte erzeugt. Wir sehen jetzt auch durch die Speicher im Holz. So, und wenn wir auf unsere Testdata gehen, dann sehen wir auch Size 500.000 Elemente. Diese Information kommt ja eindeutig über diesen Parameter. Damit wurde das Datenelement drinnen angelegt. Damit wurde das Ganze hochinitialisiert. Und wenn wir uns die Werte angucken, dann sehen wir auch, dass hier Zufallszahlen um den Nullpunkt in diesem Intervall entstanden sind. Ich kann jetzt natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, uniform wollen wir auch die 500.000 Elemente haben. Jetzt geht er in den anderen Bereich rein. Wir haben immer noch diese Warnung drin, also irgendwo können wir uns gleich angucken. Sehen wir, wir haben wieder unsere 500.000 Elemente, die mit im Spiel sind. Und jetzt sind sie natürlich gleichmäßig über diesen Bereich verteilt. Damit haben wir hier natürlich auch einen ganz anderen Range in den Werten. Und wir sehen, die Typen stimmen und ich weiß gar nicht, wie weit er in der Lage ist, mir die anzuzeigen. Ah, da gibt es mehr. Dann gibt es noch eine Rohdatenansicht, aber
die ersten 50.000 Werte hat er mir tatsächlich auch um die Backe angezeigt. Auch das ist ein ganz gewaltiger Unterschied zwischen Visual Studio und dem Empagadero C++ Builder. Dass das Visual Studio natürlich einen viel, viel stabileren und leistungsfähigeren Debugger hat, als das Teil, das Buggy-Teil, was im Empagadero schlummert. Über das wir uns alle regelmäßig ärgern. Weil das immer wieder dazu führt, dass irgendwas nicht angezeigt wird, nicht aufgelöst werden kann, falsch aufgelöst wird für C++ und nicht immer, nicht alles, nicht ganz schwarz malen, aber in vielen Fällen das natürlich immer auftritt. So, und damit haben wir unsere Funktion einmal komplett entsprechend geändert. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich nehme mir jetzt einfach mal, gucken wir mal nach einer anderen Verteilung, Standard Random. Ups, das ist immer der Moment, den ich hasse. Dann sehen wir, wir haben ja auch Generatoren, die uns noch zur Verfügung stehen, die mit C++20 daherkommen. Wie gesagt, auch gerade vor dem Hintergrund von Coroutinen spielt das natürlich eine ganz andere Rolle nachher, die da ist. Wir sehen hier, es gibt schon diverse Engines, die uns zur Verfügung stehen. Es gibt hier diverse Zufallszahlen, die wir verwenden können für bestimmte Konstruktionen. Aber das, was mich eigentlich interessiert, sind die Verteilungen. Hier sehen wir eine Uniform-, Int- und Real-Verteilung. Die Real-Variante haben wir genommen. Wir sehen Bernoulli, Poisson, Normalverteilung. Bei den Normalverteilungen sehen wir aber natürlich, dass es Unmengen an Untervarianten gibt. Also jeder, der sich mit Mathematik beschäftigt, weiß, es gibt Student, hatte ich ja angesprochen, Fischer-Verteilungen, Cauchy-Verteilungen, Chi-Quadrat-Verteilungen, die da sind. Es gibt die Assembling, das digitalisierte Verteilen, was dahinter steckt, was man für bestimmte Sachen eben verwenden kann. Und wenn ich sage, ich möchte halt eine Weibull-Verteilung haben, Weibull, glaube ich, typisch für, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Geräteausfall. Also die hat am Anfang im ersten Teil eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, hat in der Mitte eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit und zum Ende hin wieder eine höhere Verteilung. Also ein technisches Gerät geht entweder in den ersten Wochen kaputt oder es läuft ewig und geht dann irgendwann zum kalkulierten. Jetzt kommen die bösen Verschwörungstheoretiker dazu, die sagen, dass Hersteller natürlich in ihre Geräte auch irgendwie ein Verfallsdatum einbauen, damit sie wieder neue Geräte verkaufen können. Also ich kann jetzt hier mir eine andere Verteilung dazu nehmen. Und nehmen wir mal die Exponentialverteilung, weiß ich gar nicht, was die für Parameter hat. Ist auch vom Typ Double, hat einen Real-Type-Typ Double, passt also gut in unsere Welt hinein. Result-Type ist ein Real-Type, Parameter-Type ist wieder er selber mit sich, eine Random-Number-Distribution. Wir haben das Reset, wir haben Modulum Param, Min-Max. Den sehen Konstruktor nicht. Ach, da haben wir den. Jetzt beißen sich natürlich mathematische Begriffe mit Programmierbegriffen. Wenn man hier an dieser Stelle Lambda liest, dann wird jeder sagen, was hat das mit einer Lambda-Funktion zu tun und warum spielt der Lambda eine Rolle? Das ist wirklich das mathematische Lambda als Funktionszeichen, was da als Parameter auftaucht. Genauso wie bei der Normalverteilung die Streuung ja ein Sigma ist. Aber die gefällt mir trotzdem nicht. Das ist eine Integer-Verteilung nur. Das ist auch eine Integer-Verteilung. Oh, das ist so lange her, dass man Mathematik studiert hat, das darf man gar keinem erzählen, rückfeiert. P zwischen 0 und 1. Also man könnte jetzt auch eine andere Verteilung dazu nehmen und kann die entsprechend reinkonstruieren und erweitert das quasi. Und das, was wir erweitern, ist nur unser statisches Feld. Und natürlich kann man jetzt auch wieder hingehen und sagen, das Ganze packe ich mir in eine eigene Header-Datei hinein. Das heißt, ich gehe hier hin und sage, eigentlich ist das
kanonisch natürlich diese Build-Funktion, die mir so einen Vektor zurückliefert, mit diesem Enum-Type dazu, plus diese Funktion, die kann ich natürlich hervorragend in eine Header-Datei packen. Und dann habe ich plötzlich auch diese Build-Funktion in eine Header-Datei. Aber ich habe immer die Möglichkeit und kann hier an dieser Stelle das Wort Inline davor schreiben. Jetzt definiere ich mir diese Funktion gar nicht mehr als Funktion, sondern als Makro von der Philosophie her. Das heißt, die Funktion wird im besten Fall nie aufgerufen. Die existiert im optimierten Programm gar nicht. Sondern an der Stelle, wo die Variable erzeugt wird, generiert er diesen Code mit hinein. Das entscheidet aber der C++-Compiler, ob sich das lohnt oder nicht. Das entscheiden nicht wir, sondern es gibt Bewertungskriterien im Compiler, die kann man definieren, die kann man auch nachjustieren, die dann entsprechend definieren, im einfachsten Fall, wie viele Zeilen sind das. Also die einfachste Metrik wäre die Zeilenanzahl. Früher ist es eben auch so gewesen, dass man komplexitätstechnisch aufpassen musste, wenn da zu viele Switch- und Voranweisungen ineinander geschachtelt waren, hat er irgendwann getilgt und hat aus einer Inline-Methode auch wieder eine echte Methode gemacht. Nur auch das macht der Compiler. Dann geht er nämlich hin und baut eine echte Funktion daraus, die nur einmal existiert. Die Header-Datei wird ja an jedem CPP-Unit im besten Fall eingezogen, die es braucht. Das heißt, sie würde ja mehrfach existieren. So, jetzt geht aber der Compiler hin und sagt, ich kann keine Inline-Erweiterung aus dem Teil machen. Ich kann sie nicht als Makro verwenden oder es würde keinen Sinn machen, sie als Makro zu verwenden. Also nimmt der Compiler diese Funktion unique einmal irgendwo hin und merkt sich das. Und jetzt baut er die Aufrufe fest verdrahtet auf diese Funktion. Also nie darüber schimpfen, wie lange ein C++-Compiler kompiliert, sondern wirklich überlegen, was zum C++-Compiler im Vergleich zu 99% aller anderen Programmiersprachen macht. Und was er uns eigentlich für Arbeit abnimmt und für Optimierung im Hintergrund durchführt. Und deswegen kommt halt so ein brenniger Code dabei raus, der so extrem schnell ist und extrem gut läuft. Das wäre also der kanonische Weg, dieses Teil jetzt einfach in eine Header-Datei zu stecken. Diese Header-Datei würde in jedem meiner Projekte aber wieder zur Verfügung stehen können. Vielleicht kommt eine neue Anforderung dazu. Ich will vielleicht nicht mehr... Ich habe zwar immer noch Limits, aber ich möchte nicht einen Mittelpunkt nehmen bei der Normalverteilung oder ich möchte halt für eine der anderen Verteilungen einen Aufhängpunkt haben. Ich brauche vielleicht einen zusätzlichen Parameter. Dann kann ich die Funktion aber auch hier um den Parameter erweitern. Und solange ich die Parameter von hinten erweitere, also nicht überlegen, wie sieht es am schönsten aus, sondern wirklich von hinten rangehe und Default-Parameter habe, kann ich meine bestehenden Programme unverändert laufen lassen. Wenn ich die neuen Parameter verwenden will, muss ich ihn halt benutzen. Und wir können nicht alles vorausplanen. Das macht keinen Sinn, eierlegende Wollmilchsauen zu entwickeln. Ihr habt eben auch gesehen, als ich an die Funktion rangegangen bin, ich habe gesagt, okay, der bisherige Parameter, den nehmen wir als Rückgabewert und wir brauchen die Verteilung. Und ich habe auch gleich die Verteilung auf den Standardwert gesetzt, auf den Defaultwert gesetzt, weil wir zum Schluss am Montagabend ja bei der Gleichverteilung waren. Das heißt, unsere Build-Funktion hat ja eine Gleichverteilung geliefert. Und ich wollte die Build-Funktion nicht verändern, also habe ich den, was wir fest im Programm hatten, als Default-Parameter gesetzt. War erledigt. Und dann bin ich Schritt für Schritt hingegangen und habe festgestellt, wir brauchen die Limits. Also habe ich auch da die Limits so definiert, wie wir sie am Montag in dem Programm zum Schluss hatten. Und dann kam die Anzahl, 100.000, die dann genauso definiert war. Und dadurch habe ich erreicht, dass mein bisheriges Programm eigentlich relativ stabil geblieben ist. Ich musste was ändern, da kam ich nicht drum herum, weil ich habe ja den Parameter, den Build-Parameter, der da war. Wenn wir nochmal hier gucken. Jetzt haben wir das gar nicht mehr, aber ach so, und das funktioniert sowieso nicht. Brauchen wir Twitch nochmal. Hoffen wir mal, dass das funktioniert und uns jetzt nicht um die Ohren fliegt. Hier nehmen wir unseren Kanal. Ja, dann kommt er schon bei dem Video von heute an und zeigt das. Nee, und sagt mir Now Live. Naja, wir können es ja Trick 17 der Selbstüberlistung. Doch, dann landen wir auch da drin.
Also wir haben ja das Bild aufgerufen mit dem einen Parameter, mit unserem Vektor, den wir als Referenz übergeben haben. Und diesen einen Wert, den mussten wir als Rückgabewert nach vorne schreiben, uns weiter gar nicht drum kümmern, Auto hinschreiben, sind damit um die Erzeugung der Variablen drumherum gekommen, die wir im Vorfeld gehabt haben, und haben unser Teil gehabt, wie wir es jetzt brauchten. So, Windows Explorer nochmal. Transport. Ich hatte ja gesagt, wir gucken jetzt mal rein, wie sowas aussehen kann, wie man sowas machen kann an der Stelle nochmal. TCP/IP muss das gewesen sein. Genau. Wir haben also mal ein Demo-Programm gehabt, nennen wir es mal so. Und wieder falsch gemacht. Da ging es darum, dass wir einen TCP/IP-Client brauchten. Wir mussten TCP/IP-Kommunikation testen, mussten gucken, wie viele Daten gehen da durch, mit einer relativ alten Boost-Bibliothek damals, das ist schon ein bisschen älter. Man sieht das, hier sind Daten von 2013 mit im Spiel. Und haben dann überlegt, wie kriegt man sowas am besten gelöst. Wir sehen, hier gibt es einen TCP/IP-Client, der nicht anders aussieht wie jetzt eine normale Anwendung, wie wir sie kennen, eine Windows-Anwendung, die geschrieben ist. Wir haben ja noch einen Startcode. Man sieht, hier ist das Pragma mit drin, das wir letzte Woche auch angesprochen haben, mit dem Local, wo hier wirklich, das ist die alte vom klassischen Compiler von Empanganero Syntax, da musste man es nicht als de-de schreiben, sondern man hat es als German-Germany geschrieben, also Deutsch in Deutschland. Und dann wurde das globale Alloc-Element erzeugt, und zwar vorm eigentlichen Startcode, und damit sind auch alle Standard-Streams und Ähnliches schon auf die deutsche Sprache gestellt. Viel mehr ist hier aber gar nicht passiert. So, und dann haben wir natürlich das Main-Window, da haben wir es, wo die eigentliche Verarbeitung drin passiert. Und wir sehen, hier wird der Client dazu genommen, ein Hilfsteil, was wir damals auch schon hatten, reguläre Ausdrücke, die mit im Spiel sind. Und während des Form-Creates erzeugen wir uns hier an dieser Stelle Parameterfelder, Listen. Das sind wirklich Listen. Das heißt, wir definieren uns Gleichverteilung, Normalverteilung, Fischerverteilung, Studienverteilung, Bernoulli-Verteilung in den Werten von 2 bis 8. Wir setzen eine zusätzliche Map mit ins Spiel, die zu diesen Begriffen, die wir hier haben, boolsche Werte definiert. Das ist die Frage, ob es einen zweiten Parameter gibt. Ob die Verteilung mit einem Parameter auskommt oder ob sie zwei Parameter braucht. Das haben wir eben auch gesehen, als wir bei der, ich hatte mir am Wickel, Exponentialverteilung waren, da gab es nur einen Parameter. Deswegen bin ich ja rückwärts wieder rausgegangen, weil die passte nicht in unser Schema rein. Dann kann ich natürlich auch hingehen und kann sagen, ich gebe zwar trotzdem ein paar drüber, aber ich muss dann der Verteilung irgendwie zu verstehen geben, ob sie einen zweiten Parameter braucht oder nicht. Hier würde das ja trotzdem funktionieren, denn würde unser Limit eben kein Limit sein, sondern wir würden halt nur den First-Wert nehmen in dem Paar, um den entsprechend als Initialisierung für die Verteilung zu verwenden. In einem Programm ist das natürlich ein bisschen komplizierter. Deswegen hier zusätzlich einfach noch eine Map definiert, wo ich dem nachträglich sagen kann, ob meine Verteilung, die ich jetzt habe, an dieser Stelle einen zweiten Parameter von mir erwarten oder nicht. Hier sieht man, das sind Combo-Boxen, wo diese Werte entsprechend gefüllt werden über eine Funktion, die wir damals geschrieben haben. Das heißt, wir hängen an jedes dieser Elemente quasi diese Map mit ran, die, oder bauen eine neue Map auf. Hier ist es ja sogar eine Liste, damit die Reihenfolge erhalten bleibt. Das ist immer ganz wichtig. Wenn ich so eine Combo-Box fülle, dann will ich die ja im besten Falle auch immer in der Reihenfolge haben, wie ich sie gefüllt habe. Habe ich eine Map, dann wäre sie immer alphabetisch sortiert. Hier ohne Parameter angegebene Map würde ja bedeuten, im besten Falle, dann hätte ich plötzlich B vorne und E, A, B, habe
CDEF, GHN und nicht mehr in der Reihenfolge, wie ich sie eigentlich erwarten würde. Deswegen gibt es hier die Konstellation, dann wird, wie gesagt, der Stream erzeugt, das haben wir in ADEC Scholar schon gemacht, wir machen das natürlich schon relativ lange, auch in unseren internen Bibliotheken so, in unseren internen Programmen, dass wir das entsprechend auf die Sache umsetzen, das heißt, wir haben jetzt einen Stream zur Verfügung, der mit einem Memo-Feld verbunden ist, der quasi die Zahlen, die Werte ausgibt. Wenn der Knopf Connect gedrückt wird, sieht man einen regulären Ausdruck, was immer der macht. Das ist eine IP-Adresse, die er auswertet. Er prüft also die IP-Adresse, mit der er sich connecten soll, ob das für ihn überhaupt eine IP-Adresse ist. Holt sich die aus dem Edit-Feld raus, holt sich den Port aus dem Edit-Feld raus, kontrolliert die Adresse, dass die beide nicht leer sind. Auch hier ist das so, das sind wieder Funktionen von uns. GetEditS haben wir in der ADEC Scholar Bibliothek auch drin gehabt. Liefern hier waren es noch keine Optional-Werte, weil wir keine Optionals hatten zu dem Zeitpunkt. Deswegen hatten wir einen eigenen Typ, der quasi ein Optional simuliert hat. Oder ja, nicht simuliert hat. Ein Optional gab es ja nicht. Wir können ja nicht simulieren, was nicht da ist. Sondern wir haben selber eine Funktionalität zur Verfügung gestellt, die uns in die Lage versetzt hat, Variablen zu freppen über einen boolschen Wert und zu sagen, bist du überhaupt gültig? Und wenn diese Felder leer gewesen wären, dann hätte, hier sieht man das mit diesem MyTypen, dann hätte er hier den Boolschen wäre empty. Das heißt, über das empty abfragen, wenn einer dieser beiden Werte leer ist, dann kann ich keine Connection herstellen zum IP, zum Webserver, mit dem ich kommunizieren möchte und gebe eine entsprechende Fehlermeldung aus. Und hier sieht man auch wieder über ein Stream-Objekt, jetzt kann ich natürlich beliebig Text schreiben, ich kann Parameter mit reinschreiben, ich kann Informationen mit reinschreiben, was vielleicht da ist, was nicht da ist. Ich kann also eine relativ sprechende Fehlermeldung machen. Ansonsten bin ich hier drin. Jetzt kann natürlich diese Adresse, die da übergeben wurde, noch ungültig sein. Deswegen nehme ich den regulären Ausdruck und sage, okay, 0 bis 9, entweder 1, 2 oder 3 Stellen lang, 0 bis 9, 1, 2 oder 3 Stellen lang, 0 bis 9 und so weiter. Und dann kommt der hintere Teil. A-Netz, B-Netz, C-Netz und so weiter. So, wenn das Ding matcht, dann habe ich könnte ich eine gültige IP-Adresse haben. Natürlich müsste ich jetzt noch hingehen und müsste prüfen, ob das, was ihm übergeben wurde, vielleicht auch im Range liegt. Also jeder Wert darf ja nicht größer als 255 sein, darf schon gar nicht negativ sein. Die A-Adresse darf auch nicht 0 sein. Insofern könnte ich auch das mit einbauen in die Prüfung. Aber für das Beispiel reicht das sicherlich für das Demo-Programm. Und jetzt rufe ich von dem Client das Connect auf. Freit sendet das Signal an den TCP-IP-Server, sich zu initialisieren. Und da er immer drei Parameter von mir erwartet, bei jedem Call, den ich mache, drei Parameter. Das erste wäre die Verteilung, dann kommen die beiden Parameter, die eventuell da sind. Sagt dann nach dem Init eben einfach, pass mal auf, jetzt steht der Zufallszahlengenerator über TCP-IP zur Verfügung und wartet darauf, dass er von mir einen Befehl kriegt. So, und die übergebene IP-Adresse Fehlermeldung entsprechend generiert. Das heißt, jetzt sieht man wirklich verteiltes Programmieren, wirklich verteilt. Ich habe auf der einen Seite den TCP-IP-Client, nativ TCP-IP, einzige Protokoll, was da ist, ist TCP-IP. Und auf der anderen Seite habe ich einen TCP-IP-Server. Das kann auch eine Zufallsmaschine sein, das kann also eine echte Maschine sein, die mir das liefert, also nicht als Computerprogramm. Vielleicht habe ich da irgendwelche Sanduhren, die da irgendwie sich drehen und ablesen, was immer da passiert. Ist für mich eigentlich relativ egal, weil für mich ist nur wichtig, ich habe dem Teil jetzt den Befehl gesendet, sich zu initialisieren. Und ich habe den Client geupdatet, das heißt, der Client kriegt auch die Meldung zurück, ob er reagiert hat, ob er da ist. Insofern spielt der Client jetzt natürlich eine ganz große Rolle. Hier sehen wir ganz viel Boost. Wir haben Boost Array. Arrays waren am Anfang noch ein bisschen kritisch. Mittlerweile sind sie ja in C++ angekommen. Ein Array, was da ist. Ich habe die ASIO-Bibliothek mit drin. Ich habe tatsächlich damals noch das Boost-Bind verwendet. Viele Dinge, die wir heute in C++ ab 11, 14, 17 haben, kommen ja ursprünglich aus der Boost-Bibliothek. Deswegen sprechen wir ja von TR, von Technical Review. Man hat die Boost-Bibliothek analysiert, was man zum Standard machen kann.
Auch der Shared Pointer und der Mutex sind heute natürlich Bestandteile, die man aus Standard C++ ziehen kann. Und auch die Boost-Bibliothek ist heute, wenn man eine aktuelle Boost-Bibliothek hat, also nicht wieder ein Bilder, eine uralte, sondern wenn man eine aktuelle Boost-Bibliothek hat, sind von denen viele dieser Funktionen mittlerweile auch auf Standard C++ umgesetzt. Also natürlich bietet Boost immer noch diese Funktionen an. Die sind auch kompatibel zueinander. Aber trotzdem bieten sie auch viele der Funktionen jetzt natürlich mit dem Standard C++-Konstrukt an. Und hier haben wir den Client. Wir sehen boolsche Werte. Bin ich connected? Ist irgendwie ein Closing gekommen? Das läuft ja asynchron, also muss er sich das merken. Ich habe den Endpoint für die Kommunikation. Das ist ein Boost-Typ ASIO-IP, TCP-IP-Endpoint. Ich habe den Service, mit dem das Ganze übertragen werden soll. Ich baue eine Socket auf. Und dieser Strand ist wichtig für Shared. Weil der Client, es kann ja mehrere Clients geben, es kann auch mehrere Server geben. Und mit dem Strand-Objekt baue ich mir quasi, ja, das ist ein H-Lock, ne? Baue ich mir quasi einzelne Bereiche auf. Mutex ist wieder der Sperren für den parallelen Betrieb. Wenn wirklich parallel gelaufen wird, dann muss ich mir auch Mutexe definieren können. Mutexe können Bereiche eindeutig sperren, dann brauche ich aber mehrere für den jeweiligen Bereich, den ich sperren möchte. Ich habe aber auch andere Sperrkonzepte über Mutexe. So, und hier finden wir die Funktion Update, wir finden die Funktion Freit, die einen konstanten String erwartet, und wir finden die Funktion Connect, die eine IP-Adresse und den Port von uns erwartet. Also eigentlich haben wir alles gefunden. Wir haben noch eine Connect noch, was ein Endpoint erwarten würde. Dann müssten wir den Endpoint selber konstruieren. Und wir haben entsprechende Disconnect. Und dann gibt es ein paar Hilfsfunktionen. Und hier tauchen schon die Funktionen, diese Callbacks auf, die wir an der Stelle brauchen, weil das Ganze asynchron läuft. Deswegen haben wir ein Handle Connect. Dann könnte so ein Boost-System-Error zurückgegeben werden. Dann haben wir ein Handle Read. Wieder könnte ein System-Error zurückgegeben werden. Und er gibt mir außerdem, will er haben, wie viel er denn lesen soll. Und ich habe ein Handle Freit, wieder mit der Maßgabe, dass wenn das Freit gerufen wird oder aufgerufen wurde, synchron aufgerufen wird, asynchron reagiert, dann kann es natürlich einen Fehler gegeben haben, also müssen wir diesen Fehler abfangen können. Und das definiere ich einfach in Funktionen. Dann kommen noch alle möglichen Hilfsgeschichten. Wichtig ist, ich habe hier ein Boost-Array mit einer maximalen Länge mir erzeugt über diesen Max-Count, der hier als Const-Static gesetzt ist, als Variable, weil dieses Array muss wirklich da sein. Das darf auch nicht dynamisch vergrößert werden in diesem ganzen Kontext. Das ist ein Datenbereich, der wird hart beschrieben. Wir wollen ja alle keinen Speicherüberlauf haben. Es wird immer wieder geschimpft, C, C++ und ist so unsicher und darf man eigentlich gar nicht verwenden. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Objekte die richtige Größe haben. Das könnte auch bei jeder anderen Programmiersprache falsch gehen, wenn wir mit falschen Größen arbeiten. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass der Speicher wirklich da ist. Und dann muss es das Bounden geben, dann müssen die Grenzen setzen können, dass wenn er schreibt, das geht bei Boost aber automatisch, braucht er diese Größenordnung, wie viel darf ich denn maximal schreiben? Jetzt kann es natürlich sein, dass der Server mir mehr zurückliefert. Nur dann schickt er die Pakete. Deswegen merke ich mir beim Lesen die maximale Größe, die ich eigentlich haben will. Und hole mir jetzt quasi die Pakete einzeln. Solange ich also auf diese Größe nicht gekommen bin, löse ich den nächsten Call aus, das nächste Callback aus und hole mir quasi den nächsten Teil von der Datenmenge, die geliefert wird. Und wenn ich immer noch nicht bei der Größe angekommen bin, wird der nächste wieder geholt. Man sieht also, die Vordefinition, die für so einen TCP-IP-Server mit der ASIO-Bibliothek notwendig ist, ist überschaubar. Wir reden hier über knapp 100.000 Quelltextzeilen. Hier steckt die eigentliche Musik hinter. So, der Client in der CPP-Datei ist nicht wirklich viel größer. Wir haben wieder einen Konstruktor. Klar, wir müssen haben so ein Socket, der muss erzeugt werden. Da haben wir wieder so einen Typ, ein ASIO-IP-TCP-Socket machen wir auf. Das Ganze definieren wir uns als Shared, mehrere Verbindungen, die sich das Ding teilen können. Insofern muss es ein Shared-Objekt sein. Wir haben unser Strand, dem wir hier auch gleich den entsprechenden Befehl geben und setzen und das Objekt zuordnen als Referenz. Wir haben bisher nichts gelesen und nichts geschrieben.
Wenn wir Destructor haben, müssen wir auf jeden Fall die IP-Adresse, wir müssen dem Server sagen, pass mal auf, ich bin jetzt weg, ich darf nicht einfach rausgehen, sondern natürlich muss ich mich abmelden, damit der Server auf der anderen Seite seine Ressourcen aufräumen kann. Deswegen hier an dieser Stelle das Disconnect. Und da sind wir auch genau bei dem Punkt, dass so ein Garbage Collector totaler Schwachsinn ist. Weil der Garbage Collector kümmert sich nur um Speicher. Wir arbeiten mit viel mehr Ressourcen. Hier in dem Fall mit einer Serverressource. Wir haben einen Client und wir haben jetzt ansonsten eine Serverressource. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Serverressource, wenn der Client beendet wird, auch entsprechend freigegeben wird. Und da hilft uns wieder unser Resource Acquisition ist Initialization. Unser RAII. Gibt es IP und TCP auch in der C++-SDL? Da gibt es ganz viele und höhere Geschichten. Also man arbeitet daran, ASIO auch mit in Standard C++ einzubauen. Ich bin aber, glaube ich, der Meinung, dass es noch nicht passiert ist. Also man arbeitet daran. Also Ziel ist es, dass das am Ende auch in C++ ankommt. Allerdings ist es das, was wir hier sehen. Also man sieht das ja bei den Shared-Pointern und. Man findet diese Objekte alle wieder. Die sind von Boost übernommen und sind normalisiert worden. Deswegen sprach man ja auch vom technischen Review. Man hat die nicht 1:1 kopiert, sondern man hat sie nach C++ eingepasst, damit die Welten alle aufeinander passen. Und wir sehen, es gibt ein Syn-Connect, da connecten wir uns synchron, und es gibt ein asynchrones Connect. Asynchron hat natürlich immer den Reiz, flexibler zu sein, aber wesentlich schwerer steuerbar zu sein. Aber wir sehen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Wir erzeugen uns hier einen Endpoint. Das ist genau dasselbe. Und wir rufen hier auch nur das Connect auf. Und hier müssen wir halt ein bisschen drumherum spielen. Wir müssen uns merken, was eigentlich ist. Wenn wir schon connected sind, dann wollen wir nicht ein zweites Mal connecten, weil asynchron bedeutet ja, wir können die Funktion 5-mal ineinander losschießen. Und der ist aber noch beim Arbeiten. Wenn wir im Closen drin sind, dann wollen wir auch nichts machen. Weil wenn wir in der Closing-Phase drin sind, dann können wir nicht wieder connecten. Dann kommt die Meldung. Das heißt, er gibt jetzt wirklich aus, Synchron Connect to Port. Und ruft dann auch von diesem Socket einfach das Connect auf. Und sagt Server Connect. Und das ist eigentlich das, was notwendig ist. Wir haben ihm beim asynchronen Connect hier vorneweg einfach nur eine Behandlungsfunktion gesetzt. Das ist das, was wir hier hinten sehen, das wird in der Behandlungsfunktion also in der Handle-Connect-Funktion entsprechend behandelt. Aber wir sehen im Grunde genommen, die Funktion Connect ist eigentlich ähnlich, ist das sogar, das ist immer diese, nee, hier haben wir das im Socket Connect direkt aufgerufen. Wir sehen hier also, dass hier im Connect tatsächlich über den Socket, über das Asynchron Connect das entsprechend aufgerufen wird. Und hier sehen wir schon unser Bind. Das heißt, ich gebe ihm hier die Funktion HandleConnect, weil das eine Klassenfunktion ist, muss ich ihm den Instanzparameter übergeben, das Sys. Dafür gibt es in diesen Dingen, gerade im Server sehen wir das, ein Shared-Sys-Objekt in Boost. Das wird es wahrscheinlich auch in C++ geben oder irgendwann geben, was mir dabei hilft, diesen Sys-Zeiger tatsächlich zu sharen und besser aufzuteilen. Und dann kommt der Placeholder und Boost definiert nicht einfach Placeholder 1, Placeholder 2, Placeholder 3. Und dann passt das irgendwie zueinander, sondern Boost definiert feste Placeholder für seine Typen. Das heißt, es gibt einen Error-Placeholder. Und der Error-Placeholder ist halt so ein Boost-System-Error als Referenz übergeben. Und damit habe ich definiert, dass wenn diese Funktion hier durch ist, bleibt er ja nicht stehen, er macht ja weiter, ist asynchron. Wenn das Connect funktioniert hat im Nachhinein, dann wird diese Funktion aufgerufen, und zwar sogar die Instanzmethode wird aufgerufen und die erwartet einen echten Parameter von mir. Das ist der Error, der übergeben wird. Das heißt, wir finden jetzt irgendwo die Funktion HandleConnect. Da haben wir sie. Der wird einen Fehler übergeben, wenn es keinen Fehler gibt. Wenn er jetzt im Closen drin ist, geht er gleich wieder raus. Wenn der Fehler ungleich ist, dann setzt er das Connected auf True. Und das ist bei Servern, bei IP-Servern auch immer ganz wichtig. Wir müssen immer die Kommunikation aufrechterhalten. Deswegen machen wir sofort eine Read.
Wir wollen von dem Server sofort eine Message haben. Was immer da kommt, muss man abwarten. Aber wenn wir connecten, dann wollen wir auch gleich das Read haben. Wenn ein Fehler stattgefunden hat, dann ist das, sind wir nicht connected und dann gibt es eine entsprechende Fehlermeldung. Und so sehen wir diese andere Handle-Funktion hier. Byte Transfer, wie viele Bytes sollen transferiert werden oder gelesen werden und was erwarte ich für einen oder eine Referenz auf einen Error, der eventuell stattgefunden hat. Und jetzt kann ich wieder asynchron denken. Das Read wurde irgendwann aufgerufen, asynchron. Er hat also die Order gekriegt, er soll den nächsten Datenstrom lesen. Bekommt aber noch gar nichts. Das kommt erst 10 Minuten später. Dann wird, in dem Moment, wo die Daten reinkommen, wird asynchron die Funktion Handle Read aufgerufen, die mir dann den Datenstrom entsprechend zusammenbaut und entsprechend verarbeitet. Hat aber den Vorteil, dass ich nicht blockiert bin. Weil ansonsten würde ich ja die Funktion Read synchron aufrufen und dann müsste ich an dieser Stelle stehen bleiben und warten, bis mein Programm, bis die Daten geliefert wurden. So kann ich andere Sachen parallel machen. Also asynchrone Tätigkeiten mit Servern haben immer einen gewissen Reiz, ist vielleicht verkehrt gesagt. Aber wie gesagt, wir finden genau das wieder, was wir uns eben angeguckt haben. Jetzt haben wir hier gesagt, Zufallszahlen wollen wir generieren. Wir haben schon unsere beiden Combo-Boxen, oder wir haben eine Combo-Box, wo wir die Verteilung wählen können. Wir haben zwei Edit-Felder, wo wir entsprechend die Sachen eingeben, die Parameter eingeben, um die das hier geht. Und haben jetzt unseren Server, der das entsprechend liefert. TCP-Client-Client. Server. Server-Main. Da haben wir ihn. Sehen, die ist auch ein bisschen größer im Verhältnis zum Client, weil die Arbeit passiert natürlich im Server. Auch hier sehen wir wieder klar, Standard libc, irgendwas mit drin, Zufallszahlen. IO-Stream haben wir mit im Spiel. Es ist ein normaler Server. Klar, C++-Builder damals implementiert, der muss auf einer Windows-Maschine laufen. Wenn wir dasselbe mit einem anderen C++-Compiler umgesetzt hätten und Boost, hätte der auf jeder beliebigen Maschine laufen können. Trotzdem kann ich jetzt den Client natürlich mit dem C++-Builder schreiben. Das ist gerade für die C++-Leute ganz wichtig, die jetzt irgendwelche Erweiterungen haben und gegen die Wand laufen, dass sie sagen, dann baue ich mir halt Server. Dann baue ich mir halt einen TCP-IP-Server, der meine Berechnung macht und ich warte aufs Ergebnis. Und irgendwann kommt das Ergebnis rein. So, und hier sehen wir das wieder, dass angefangen wurde und gesagt, okay, ich mache mir so ein Generate-Random. Ich baue mir hier meine Kontrollmatrix, nennen wir es mal so. Ich habe also init kann als Befehl kommen, uniform, normal, fischer, das sind die Befehle, die er versteht. Das sind die IDs, mit denen er diese Befehle übertragen kriegt. Weil natürlich will ich nicht zwischen Client und Server immer lange Texte hin und her schieben. Das heißt, ich schicke ihm einfach 2 Semikolon. Dann weiß er, es ist eine Uniform-Verteilung. Er weiß über den anderen Parameter, das sind 2 Parameter für mich wichtig. Also braucht er die entsprechenden Parameter. Das ist die Parameteranzahl, die er wirklich auswertet hier hinten. Init, egal was ihm übergeben wird, braucht eigentlich keine Parameter. Uniform, Normalverteilung, Fischer-Verteilung brauchen 2 Parameter. Die anderen Verteilungen brauchen nur 1 Parameter. Ich kann mir also sogar eine Logik mit da ablegen und kann mir das überlegen und kann entsprechend da reingehen. Dann habe ich meinen Parameter Count, der mit im Spiel ist. Der ist standardmäßig auf 4 gesetzt, weiß ich gar nicht warum. Wir haben wieder einen Mutext, parallel asynchrone Verarbeitung. Da muss ich sperren können an bestimmten Stellen. Dafür haben wir in C++ mittlerweile den Standard-Mutext. Hier noch der Boost-Mutext mit im Spiel. Und wir haben eine Funktion GenerateAnswer. Die soll jetzt gleich irgendwo hinschicken, deswegen übergeben wir der eine Session. Das ist der Server, die Session vom Server, wo er das Ganze hinschreiben soll als Void-Funktion. Und jetzt haben wir unsere verschiedenen Funktionen, normal, uniform, exponent. Die hätte ich jetzt, nach dem, was wir heute gemacht haben, natürlich auch ins Feld legen können. Ich habe also meine verschiedenen Funktionen, mit denen das Ganze irgendwie umgesetzt wird. Auch hier über so ein Hilfskonstrukt entsprechend erzeugt. Ich habe meinen privaten Datenbereich, hier haben wir das generiert. Schon als Template, wir sehen, wie das initialisieren und dann erzeugt er halt die Folge von Zufallszahlen, die für mich interessant sind und liefert die entsprechend ab. Und hier sieht man, wie gesagt, das ist noch mit Boost gemacht.
Hier ist sogar das Standardbein mit drin. Also bei dem anderen hat man das Boostbein gesehen, hier ist auch das Standard MT19937 drin. Aber das hat alles vorneweg auch schon bei Boost gegeben. Da gibt es mit Sicherheit auch ein älteres Beispiel, das ist rein mit Boost implementiert. Dann gibt es noch Balsen-Methoden, die wir auch alle schon kennen aus den letzten Projekten, die wir gemeinsam gemacht haben. Trim, Trim Right, Trim Left, Tokenize, das könnte man natürlich auch wieder in der Header-Datei spielen. Oder hat man in der Regel in der eigenen Header-Datei. So, und jetzt wird es wichtig, jetzt haben wir nämlich unsere Session. Das ist die eigentliche, das ist der Server, der reagiert. Das ist wird abgeleitet von Boost, Enable, Share it from, das hatten wir letztes Mal auch schon erklärt, kurz, ist einfach ein Hilfskonstrukt, was da ist, wo man im Grunde genommen in der Lage ist, dieses Objekt, was erzeugt wird, vom selben Typ, von sich selber, natürlich dann in der Lage ist, seinen Sys-Zeiger auch zu sharen. So, wir sehen Konstruktor, dem wird dieser ASIO-Service, dieser IO-Service entsprechend übergeben, legt eine Socket automatisch an, das ist ein internes Datenelement, was hier gleich initialisiert wird, das kann ich mir auch zurückholen über einen Selektor. Und ich habe meine Startfunktion, wo wir sehen, dass wenn dieser Server gestartet wird, diese Session, dann holt er sich erstmal seinen. Wer hat mich eigentlich gerufen? Da ruft mich jemand. Ne? Die Session wird hochgefahren, weil auf der anderen Seite jemand einen Connect gemacht hat. Und jetzt braucht der Server natürlich erstmal seine Rückadresse und das liefert mir Boost an der Stelle über Socket Remote Endpoint. Damit weiß ich, wo kommt dieser Call eigentlich her. Und jetzt schreibt der Server wirklich in seine schwarze Box, wenn er auf dem Server läuft, ich bin connected worden von der IP-Adresse mit dem Port. Handshake hat stattgefunden, er gibt das Ganze entsprechend aus und wir sehen, dass er sofort einen Freit macht. Da haben wir gesagt, also man muss möglichst sofort die Kommunikation herstellen, wenn man einen kleinen Server programmiert. Deswegen schickt er jetzt einfach ein Connected zurück. Kriegt der andere das Connected nicht, weiß er, da ist irgendwas schiefgegangen, ist das Ganze asynchron gelaufen oder fliegt er aus dem Timeout raus und wird irgendwann sagen, ich kann die Verbindung zum Server nicht herstellen, weil einfach unter dieser Adresse mit diesem Port keiner hört auf mich. So, und auch er schreibt natürlich asynfreit, er schreibt in den Socket hinein, wie der andere auch, er generiert wieder seinen Puffer. Ich baue mir also extra so einen Boost ASIO Puffer auf, wo dieser Text drinsteht. Und Achtung, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist natürlich gefährlich, dass ich hier eine 10 reingeschrieben habe. Das sind wieder so diese Momente, wo man im Nachhinein sich die Luft anhält, weil was ist denn, wenn der längere Text steht? Ich habe aber bei 10 abgeschnitten und wie reagiert er darüber? So, und dann kommt wieder der Aufruf vom Bind, wieder die Funktion, die aufgerufen werden soll, Handle Freit. Hier nicht mehr Sys, sondern jetzt das Shared from Sys. Wir haben das ja abgeleitet von diesem Objekt. Wir haben die Session ja in die Lage versetzt, mit diesem Shared from Sys zu arbeiten. Und jetzt sind wir wieder bei den Placeholdern. Unser Error und unser Byte transferred, die geschrieben wurden im Freiten. Das ist ja die asynchrone Behandlung. Hier haben wir ihm einfach nur gesagt, er soll das schreiben. Hier kriegt er quasi übergeben, wie viel er eigentlich verarbeiten kann. So, und jetzt sehen wir das synchrone Freit, was im Grunde genommen wieder genau so aussieht, oder der Freit-Aufruf, wenn ich ihn direkt aufrufen möchte. Hier jetzt, das darf nicht parallel, also wenn der Server mehrere bedient, dann muss dieser Bereich gesperrt werden, deswegen definiere ich mir hier einen Scope-Block, einen Unit-Block, das heißt, dieser Bereich, dieser Scope ist gesperrt. Das heißt aber, wenn er hier diese Klammer passiert, dann wird dieser Scope-Block natürlich auch wieder freigegeben. Wieder Resource Acquisition ist Initialization. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Ressourcen sind nicht nur Speichermengen. Ressourcen ist der Server jetzt schon. Jetzt sind wir plötzlich im Log, der nicht freigegeben wird. Und deswegen ist der Garbage Collector so ein Schwachsinn unter der Sonne. Weil die Programmierer lernen ja, muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ne? Da habe ich ja so einen Garbage Collector, der macht das ja schon irgendwie für mich. Speicher ist eine ganz wichtige Ressource, aber eine. Wir haben in einem Programmieralltag mit vielen Ressourcen zu tun. Und wie gesagt, hier wirklich die Sperre, das heißt, in dem Moment, wo der Erste hier reinläuft, wird dieser Bereich gesperrt und alle anderen warten.
Und wenn ich aus diesem Scope rausbringe, dann wird diese Session wieder, oder wird dieser Log wieder aufgelöst, damit wird dieser Mutex wieder freigegeben, damit kann der nächste reinlaufen. Das heißt, wir verhindern, dass ja, alles durcheinander läuft. Also gerade im Server, wenn die antworten, muss das ja eine flüssige Antwort sein. Das kann nicht zerhackt kommen oder ähnliches. Und hier wieder der Aufruf. Und wir sehen hier natürlich Datenelement, Klassen, Objektorientierung ist was Gutes. Wir können es ja einbinden in unsere Welten, eben auch durch dieses Bind hier. Hier sogar noch mit dem Shared From Sys. Und wir sehen das hier innerhalb, das ist alles, das ist eine, also es gibt keine Header-Datei. Es gibt nur eine CPP-Datei. Es gibt nur diese Klasse. Und die internen Handle von Read, hier haben wir das Handle von Write, hier haben wir das Handle von Write. Hier haben wir wieder die Methode, das kann wieder der Fehler sein, das ist wieder das Byte transferred. Und hier ist natürlich, wenn es keinen Fehler gegeben hat, dann guckt er, ob das Byte, was die Anzahl von transferierten Bytes, wenn ihr jetzt sagt, das ist ja keine Referenz, die Funktion wird ja von Boost aufgerufen. Ich gebe ja hier eine Funktion an, ich muss ihm ja keine Referenz geben. Der Errorcode, der ist vielleicht so groß, dass man ihn als Referenz übergeben will, aber das ist ja ein echter Funktionsaufruf, der asynchron passiert, der als Callback funktioniert. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall die Bytes, die transferiert wurden, die er jetzt verarbeitet hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, erwarte ich vielleicht mehr Daten? Ist mein Byte transferiert kleiner als mein Max-Transfer? Dann geht er hier hin und sagt, okay, dann hole ich mir erstmal plus ist gleich. Was hat er denn jetzt transferiert? Wie viel habe ich eigentlich schon gekriegt? Ziehe das von meinem Max transferiert ab. Wie viel sind eigentlich noch, die ich haben will? Und dann ruft er sich quasi selber wieder auf. Dann holt er die nächsten Datenpakete. Er hat erkannt, halt stopp, ich bin immer noch im Rennen. Deswegen hier an dieser Stelle die Teile. Wenn er ansonsten, wenn er nicht kleiner ist, dann muss er nur so viel schreiben, wie transferiert wurden und macht natürlich an der Stelle kein Freit mehr. Jetzt ist er am Ende angekommen, wieder Server, Client, sofort wieder reagieren. Deswegen ruft er gleich wieder das Handle, das Read auf und sagt, pass mal auf, ich will den nächsten Befehl von dir haben. Ich warte jetzt darauf asynchron, dass von dir wieder was kommt. So, und damit habe ich jetzt im Grunde genommen den Server generiert und wir sind hier schon durch. Also hier bei 208 Zeilen sind wir fertig. Das ist ein ausgewachsener TCP-IP-Server, der jetzt fungiert. Das, was er noch braucht, ist das Generieren der Zufallszahlen und wie gesagt, hier auch mit Boost, Lexical Cars, wo er dann die Inputs entsprechend auswertet. Hier noch mit einer Switch-Anweisung, die wir ja jetzt umgehen durch diese Map mit Funktionen, wie wir sie heute gesehen haben. Aber hier eben wirklich, wenn es eine 1 ist, wenn es ein Init ist, dann gibt er aus init performed, wenn es ein 2 ist, dann ruft er die Uniform auf mit der Anzahl von Elementen, die er generieren soll und baut sich die Parameter entsprechend auf und so weiter. Und damit haben wir jetzt hier die Zufallszahlenmaschine, die quasi, ist ja immer, man will eine Demo, man will TCP-IP testen, man muss die Durchlastfähigkeit von TCP-IP testen, man muss möglichst viele Zahlen erzeugen, man muss natürlich auch kontrollieren können, dass das, was da ankommt, irgendwie vernünftig ist. Insofern, was schreibt man da rein, ist natürlich so eine Zufallszahlenmaschine, ja, ein Win-Win-Effekt. Ist relativ einfach zu implementieren, ich habe eine große Flexibilität, ich kann also wirklich testen, funktioniert die Kommunikation, kann ich mit verschiedenen Parametern arbeiten und habe trotzdem sinnvollen Output. Und das heißt, auch dieser ganze Server hier ist irgendwo, hier kommt der Server selber. Session, wie gesagt, ist die eigentliche Verbindung. Der Server kann ja mehrere Sessions halten, der sich hier selber aufbaut. Der hat natürlich keinen Remote-Point, sondern der muss wissen, welche Adresse habe ich selber, wo bin ich lokalisiert, mit welchem Port arbeite ich eigentlich, auf welchem Port höre ich, dass was reinkommt. Deswegen hier das entsprechende Aufbauen des Servers. Das Start Accept heißt, ich akzeptiere, dass das eine Session reinkommt, eine andere Session. Wie reagiere ich darauf? Da sehen wir auch wieder, da gibt es einen Acceptor, der wieder asynchron eine Accept-Funktion haben möchte von mir. Auch wieder mit dem Bind zusammengebastelt, dass die Parameter entsprechend passen. Ich kann also auch eine x-beliebige andere Funktion haben, die kann noch mehr Parameter haben, die ich irgendwie verstecke. Die können einen Reihenfolgeparameter haben. Wichtig ist nur, er braucht einen Platzholder für den Error, damit die Funktion weiß, wo er seine Fehlermeldung später einträgt.
wenn so ein Accept kommt, wie gehe ich damit um? Soll eine neue Session gestartet werden? Ansonsten macht er nichts hier in dem Fall und ruft am Ende der Start Accept auf, landet also in dieser Funktion hier oben, um die Verbindung entsprechend aufzubauen. So, und jetzt kommt das Main-Programm, wo eigentlich nichts anderes passiert, als dass man sagt, ich habe meine Parameter, wenn ungleich zwei Parameter kommen, 0, 1, ach, den Port will er bestimmt haben, genau. Muss den Port angeben, auf den er listet. Also die IP-Adresse holt er sich, das ist seine IP-Adresse, mit der er im Netz ist. Den Port braucht er aber, auf den er hören soll in dieser ganzen Kommunikation. Dann habe ich meinen IO-Service, dann werte ich diesen ersten Parameter aus, in der Hoffnung, dass das eine Integer-Zahl wird, die da rauskommt, also eine Portnummer, ansonsten wird es eh nicht funktionieren. Wenn hier irgendwie 0 Port, glaube ich, kann ich nicht öffnen. Und dann wird einfach nur gesagt, jetzt lauf mal bitte los. Das ist dein RAN. Und damit ist unser Hauptprogramm für so einen TCP-IP-Server fertig. Das ist also auch keine Magie. Das ist Fleiß. Das ist auf den ersten Blick erschlagen, wenn man nie Boost gemacht hat, wenn man sich nie mit solchen Servern beschäftigt hat. Aber es zeigt eben wieder sehr gut, dass alles das, was wir heute davor gemacht haben, natürlich wieder nahtlos verwendet werden könnte, um hier zum Beispiel sowas zu implementieren. Ich kann es also in jedem anderen Kontext wieder zum Einsatz bringen. Und diese Bind-Geschichte liefert mir wirklich die Vorlage, um eben verschiedene Funktionen für die Spezialfälle passend zu machen. Wo ich eben nur aufpassen muss, dass die Typen entsprechend passen und durchlaufen. Und auch hier, wie gesagt, keine Magie, die dahinter steckt. Und was macht Lexical Cast genau? Die Werbung sind heute spitze. Sie wollen, dass ich zu Netto gehe, um mich weiterzuentwickeln. Naja, ob Netto dir dabei hilft, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, ich habe keinen Einfluss darauf. Überhaupt keinen, glaube ich sogar. Wäre ja schön, wenn man sagen könnte, wo es für keine Werbung gezeigt werden soll. Und die nächste Frage war, gibt es einen, das hatten wir, was macht Lexical Cast, macht aus Text den passenden Typen. Also wenn ich jetzt ein Textfeld habe und ich mache ein Lexical Cast, dann caste ich quasi den Text zum Int. Hier in dem Fall ist es ja ein Lexical Cast auf Int. Hier steht immer ein Text, das kann ein Char, String, W-Char-T sein. Und hier steht der Typ, in den er das Ganze umwandeln soll. Und ist das ein in sich geschlossener, ist das ein integrierter Typ von C++, funktioniert es immer. Und ich für meine Typen musste zumindest die Stream-Operatoren haben. Wenn ich die Stream-Operatoren habe, dann habe ich ihm ja selber gesagt, wie er quasi aus einem Textobjekt, aus einem Stream, die entsprechenden Typ erzeugt. Das heißt, intern verwendet C++ dafür in der Regel dann die Stream-Operatoren. Aber eben auch nicht immer, weil es hängt, integrierte Typen kann er ja ganz anders behandeln. Also es kann durchaus sein, dass wenn ich da eine Doppelzahl draus mache, dass er intern in dem Lexical Cast tatsächlich auch ein S2F aufruft oder sowas. Oder ein S2I, wenn es ein Int ist. Lexical Cast macht immer aus einem Text eine Variable, wie sie vorne angegeben wurde, auch eine schöne Bibliothek innerhalb von Boost. Boost ist ja eine Menge, ein Sammelsurium von vielen kleinen Bibliotheken. Es gibt ja nicht die Boost-Bibliothek, das sind viele Boost-Bibliotheken. Und Lexical Cast ist eben wirklich eine von denen, die nicht sehr schnell ist. Also ich würde das jetzt nicht im Lastbetrieb machen. Dann würde ich immer auf eine andere Variante gehen. Aber gerade wenn ich mir solche Geschichten schreibe und brauche relativ schnell eine Umwandlung, dann ist Lexical Cast einfach total super, weil ich mich um nichts kümmern muss. Das ist wieder die Entscheidung. Beim Programmieren immer erst was schreiben, was funktioniert. Und dann kann man es optimieren. Dann ist natürlich auch die Frage, muss ich es überhaupt noch optimieren? Wenn das Programm eh nur einmal läuft oder zweimal läuft oder dreimal läuft, dann muss ich auch nicht einen Tag optimieren. Wenn das Programm aber 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr durchballert und von vielleicht auch vielen Nutzern benutzt wird, dann lohnt sich das Optimieren. Und dann können wir in C++ auch sehr viel optimieren. Bei allem, was wir heute gehört haben schon mit R-Values und mit Optimierung, Return-Wert-Optimierung, optimiert natürlich schon der C++-Compiler für uns sehr viel. Mehr als, wie gesagt, bei 99% aller anderen Sprachen.
Aber wir haben immer noch die Möglichkeit zu messen, zu gucken, wo wird Zeit verloren, wo kann ich Sachen verbessern, wie kann ich Sachen verbessern, wie kann ich reagieren. Und das macht C++ so spannend, so furchtbar spannend. Ich kann jetzt immer nur sagen, also nach vielen, vielen Jahren Programmieren, also es gab zwischendurch eine Phase, da habe ich die Lust verloren gehabt, das ist ja kein Geheimnis. Und dann kam C++11 und dann kam wieder richtig Bewegung in die Sache hinein. Dass ich die Lust verloren habe, lag sicherlich auch damals schon am Tool, mit dem wir in der Firma gearbeitet haben, was verstärkt. Das war natürlich der C++-Builder, der sich in der Zeit ja noch weniger entwickelt hat, als C++ sich entwickelt hat. Und insofern war das doch ein bisschen mau. Und dann kam wirklich, dann kam Alistair Merritt zu Empagadero, dann kam C++11 und dann war richtig Schub drin, dann kam GT, John Thomas zu Empagadero, auch ein begnadeter C++-Mann, der dann ja auch wieder sehr viele Einflüsse reingebracht hat. Der kam von BlackBerry davor, ich glaube, bei BlackBerry war er. Hatte natürlich einen sehr starken Hang dann auch zu mobilen Programmierung und hat dann versucht, Empagadero natürlich auch ganz stark in diese mobile Ecke zu schieben, da Dinge möglich zu machen. Wo heute noch viele Leute versuchen, das nachzukämpfen, was er damit vorgedacht hat. Und GT dann dummerweise, ich glaube, zu Oracle gegangen oder so. Ich glaube, zu Oracle, ja. Alistair Merritt ist ja bei Blomberg jetzt. Und ja, dann kam nicht mehr viel. Oder kam Idera. Und hat sicherlich auch nicht das, oder möchte auch nicht das Geld ausgeben, nochmal so eine Koryphäe einzukaufen. So, das war der Teil. Wenn wir mal wieder ein Pausenprojekt machen, dann wäre ein TCP vielleicht zu gut. Ja, können wir drüber nachdenken. Dass wir das einfach mal versuchen, mit einer aktuelleren Boost-Bibliothek zu machen. Und wie gesagt, man kann natürlich, wenn man solche Dinge macht, hier ist zum Beispiel Pinger, Ping CPP. Ist das sogar? Das ist, glaube ich, ein Konsolenprogramm. Das ist mal Frust gewesen, den ich hatte. Das ist wirklich nur diese Datei, 160 Zeilen. Knappe Stunde Programmieren war das. Da hatte ich Streit mit der Telekom. Wir haben massive Probleme bei uns gehabt mit der DSL-Leitung. Und nicht nur mit der DSL-Leitung, wir haben wahrscheinlich immer noch, bei uns fällt auch die Alexa regelmäßig aus und wir haben manchmal ganze Zeiten, wo kein Netz da ist, wo das Funknetz weg ist. Wir haben also bei uns jemand im Haus, der wahrscheinlich Hobbyfunkt, sag ich mal. Also er wird was anderes machen, das wird eine Maschine sein, die läuft, aber das führt halt dazu, dass es ganz schwere Störungen gibt. Aber wir hatten auch Störungen auf der DSL-Leitung und die Telekom hat immer gesagt, ich bin nicht zuständig. Die Leitung hat volle Geschwindigkeit. Also wir gucken von uns drauf, deine Leitung hat überhaupt gar keine Probleme. Und deswegen hatte ich dieses Programm irgendwann mal geschrieben in meiner Wut und habe dem, kann man mehrere IP-Adressen übergeben. Also ich konnte das mehrfach starten. Das Programm hier kann nur eine übernehmen, aber ich habe dann halt 10 Instanzen davon gestartet im Batch mit mehreren IP-Adressen und habe die gleichzeitig pingen lassen. Und habe gesagt, okay, einmal habe ich die Telekom selber angepingt und einmal habe ich Vodafone angepingt und einmal habe ich unser Firmennetz angepingt und einmal etwas Lokales angepingt. Und dadurch konnte ich jetzt die Reaktionszeit ja messen und habe der Telekom dann wirklich hingeblättert und habe gesagt, was euer Server, hat denn euer Server jetzt ein Problem gehabt? Weil lokal geht ja volles Rohr weiter. Also lokal keine Einbußen, hat denn euer Server in der Zeit Probleme gehabt? Und wenn euer Server Probleme gehabt hat, hat dann auch der Vodafone-Server Probleme gehabt. Und wenn der auch Probleme gehabt hat, unser Server hat keine Probleme gehabt. Das kann ich mit dem Log belegen. Und damit haben wir die Telekom dann im Endeffekt auch pinnen können, wo uns die DSL-Verbindung wieder sich nochmal genauer anzugucken und dann einfach nicht nur zu sagen, im Log ist alles in Ordnung. Und das ist eben die Kraft, die wir als Programmierer haben. Wir müssen nur unser Werkzeug richtig einsetzen können. Wir müssen natürlich lernen, klar, wir müssen uns damit auseinandersetzen, müssen uns mit solchen Geschichten. Und dann kann ich auch wirklich hingehen und kann sagen, das ist jetzt nichts anderes als ein Ping im IP-Bereich, dafür braucht man so eine Header-Datei. Das ist von dem Kohlhoff, der hat ganz viel, der hat, glaube ich, sogar die Boost-Bibliothek ASIO damals geschrieben. Und da gibt es halt diese Header-Dateien, die irgendwo auch auftauchen, da muss man mit der Lizenz ein bisschen aufpassen. Und dann kann man sich halt
wirklich ein Messprogramm schreiben, was quasi übers Ping misst, wie schnell denn die jeweiligen Server wann reagieren. Und das macht er halt so lange, bis das Programm beendet wird. So lange meißelt der im Protokoll mit, ich habe jetzt einen Ping gemacht, das ist die Antwortzeit. Ich habe einen Ping gemacht, das ist die Antwortzeit. Ich habe einen Ping gemacht, das ist die Antwortzeit. Und auch das kann man sich natürlich als Programmierer dann relativ schnell zusammenbauen. Und auch hier sieht man wieder, dass natürlich sich das alles wiederholt. Da ist keine Magie hinter. Es finden sich genügend Beispiele, wo man entsprechend reagieren kann. Hier sieht man, dass das in bestimmten Zeitabständen das wiederholt. Und auch hier wieder, das weht, natürlich asynchron weht, dass er auf die Antwort entsprechend wartet. Irgendwann kommt die Antwort reingeschossen als Handle-Timeout. Und hier ist die entsprechende Behandlung. Und wichtig ist, ich muss natürlich mich wieder anstoßen. Das heißt, wenn ich gewartet habe asynchron, dann muss ich auf den nächsten Call warten. Also deswegen an dieser Stelle auch hier wieder, dass ich selber aufrufen, um eben die Kommunikation am Laufen zu halten. Aber deswegen sage ich, wir brauchen keine komplexen. Also wenn dann jemand kommt und sagt, die Red-Server ist so toll und das ist so toll und da musst du das machen. Wir haben mit C++ so viel Mittel in der Hand, auf einer sehr unteren Protokollebene solche Dinge zu handeln, dass wir viele Dinge gar nicht brauchen. Na gut, das war der Teil. Fragen? Ich glaube, ich habe euch nicht alle verjagt jetzt, weil es ja auch sehr technisch wurde zum Schluss und viele von euch damit vielleicht nicht zu tun gehabt haben bisher. Aber es soll euch eher den Mut machen, C++ bietet da eben wirklich was. Mit der Boost-Bibliothek, zukünftig vielleicht sogar im Standard C++. Und das, was wir jetzt an Syntax lernen, wenn ihr jetzt sagt, na, das mit dem Bein, das ist zwar ganz toll, aber da muss ich mich nie mit beschäftigen, dann verschließt ihr euch auch alle anderen Wege. Weil das, was modern ist und neu ist, baut dann eben ganz oft auf solchen Konstrukten auf, die schon eine Historie haben und eigentlich aus der Boost-Bibliothek schon vor vielen Jahren gekommen sind. Also nicht, wenn jemand kommt und sagt, das gibt es in C-Sharp schon seit 2007, na hallo, aber in der C++ Boost-Bibliothek schon seit 2002. Damit wird auch klar, wer eigentlich wo wie abgeschrieben hat. Oh, Stradivari sagt, es war spannend, Andreas auch und Lofisch, nun ja, das war das, was da Boost im Hintergrund mit einem Threadpool, mit Callbacks, dürften wir auch selber hinkriegen. Ja, warum? Also Boost ist ja C++. Also wenn Boost nicht zur Verfügung steht, dann sieht man sicherlich mau aus, aber auf der anderen Seite meistens Standard C++-Compiler unterstützen Boost oder viele. Insofern, klar, könnte man versuchen, das auch selber hinzukriegen, weil das ist ja C++-Code, der dahinter steckt. Boost ist ja in C++ geschrieben. Nur warum sollte man das Rad dann neu erfinden? Also wer gerne, also auf der einen Seite klar, wer masochistisch ist, der sollte es selber versuchen. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ein Lernprojekt, zu sagen, ich möchte mich wirklich mal tiefst mit solchen Dingen beschäftigen, dann kann man es auch wieder in die Tiefe selber machen, weil eigentlich ist es ja nur Daten bewegen. Okay, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Mir hat wieder Spaß gemacht. Wenn ihr ein bisschen was gelernt habt, ein bisschen mitgenommen habt, dann hat es sich gelohnt. Und ansonsten sehen wir uns am Montag um 20 Uhr wieder. Für alle, die heute dazugefunden haben, wir haben auch einen YouTube-Channel, das möchte ich gar nicht vergessen. Adek Scholar, wo ganz viele alte Videos, also alt hört sich mir so an, vorherige Videos drin sind und gefunden werden, eigentlich fast alles, was noch nicht bei Twitch veröffentlicht, also was noch bei Twitch zur Verfügung steht, noch nicht, aber der Rest ist dann langsam aufgeholt, auch wieder da. Wir haben einen Discord-Server, um Dinge zu diskutieren und Fragen zu stellen und mal auch untereinander sich vielleicht helfen zu können, der da zur Verfügung steht. Die Informationen finden sich in der Infoseite von Twitch. Und wenn es ganz hart auf hart geht und ihr ein Problem habt, ist da auch die E-Mail-Adresse. Wobei ich auch das natürlich dann eher dazu nehmen würde, um es vielleicht zum Video zu machen. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe ja, dass du masochistisch bist. Das war mir schon klar. Deswegen habe ich das ja mit Genuss auch gesagt. Also wer masochistisch ist, der kann das auch selber machen. Es ist natürlich spannend, also gar keine Frage. Aber auch zeitaufwendig, das muss man auch dazu sagen, weil der Teufel steckt da wirklich im Detail.
Okay, das war's. Schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns am Montag wieder. Bleibt gesund und ja, bis Montag.